Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich mit halt. Ich bin nicht derjenige, der startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. 5 Monate. Schei 91 offline ist ein Muskapaar. Danke, Haki. Achtung, die Antifas in Hamburg! Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich mit halt. Ich bin nicht derjenige, der startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. Mann, ich hatte so einen tollen Text formuliert und Witch hat mich gecancelt. 31 Monate umsonst. Ich
Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich mit halt. Ich bin nicht derjenige, der startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. Snacky und Björn, vielen lieben Dank. Odin! Einen Haufen Kohle verdienen. Das ist korrekt. Snackbaron 1337 spendet an Bits und meint, aha, aha. Ja, das ist am Hals, hier fühlt sich jede
geht die Party richtig los. Vielen Dank, ihr beiden. Lulu-Ma- spendet 200 Bits und meint, fühl dich geherzt. Ich würde sagen, Randale, ne? Randale will ich wissen. Also das will ich sehen, auf jeden Fall. Und aber so wie es jetzt aussieht, wird es langsam losgehen, ne? Und ich freue mich. Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich mit halt. Ich bin nicht derjenige, der startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. Jetzt bin ich Elite-Alerter-Alerter. Einen Haufen Kohle verdienen. Das ist korrekt. Snackbaron 1337 spendet 77 Bits und meint, hier, nehmt alle Snack-Bidu-Donut. Hallo, einen wunderschönen guten Abend euch allen. Schön, dass ihr alle da Hebel seid. Alle Hebel in Bewegung setzen. Das ist okay. Hackstock 90 spendet 161 Bits und meint, hier kannst du beim nächsten Mal klein machen. Alerta, Alerta. Alles klar, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für eure ganzen
Follows und für die ganzen Chat-Beiträge bisher, für die ganzen Sub-Gifts. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut mit meinem Mikrofon oder auch zu leise, sonst müsst ihr das nochmal Bescheid geben. Weil ich irgendwie was Seltsames eingestellt habe und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so alles klappt. Nun, ja, schön euch alle zu lesen. Cool, dass ihr da seid. Ja, passt. Alright, okay. Schicke Wandtattoos. Danebo, ich bedanke mich für diese Anmerkung. Ja, sehr gut. Ja, fangen wir an. Ich hoffe, ihr habt ordentlich Sitzfleisch und Lust und Laune mitgebracht. Weil das wird hier jetzt gleich losgehen. Ich denke, wir fangen einfach direkt an. Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich halt. Ich alles bin klar. Nicht derjenige, der mit. Startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. Rein da, alles Digga. Klar. Ja, rein da. Alright, gut, fangen wir an. Muss ich mich jetzt noch anders hinsetzen, dass ich hier in das komische Quadrat reinpasse? Nee, egal, wird schon passen. Krawall, es geht los. Also, moin und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Yanomami, genau. Der Vortrag gliedert sich eben in drei Teile. Einmal, wer sind die Yanomami? Dann über die vielen verschiedenen Bedrohungslagen und weiter, wie wir ihnen eben helfen können. Als kurzes Vorwort, ich werde in diesem Vortrag nur über Männer und Frauen reden, da sich alle Fakten und Studien zu den Themen nur auf die beiden Geschlechter beziehen und ich hiermit eben nicht-binäre Menschen damit nicht diskriminieren möchte. Ne? Ja, leider werden Geschlechtsidentitäten nicht ausreichend aufgeführt. So, das dazu. Kurzer Disclaimer an der Stelle. In diesem Vortrag werden weiterhin Videos gezeigt, in denen das I-Wort verwendet wird und damit kolonialistische Stereotype reproduziert werden. Das I-Wort ist eine Fremdbezeichnung für Menschen, die einem indigenen Volk angehören und oder einen kulturellen Hintergrund besitzen. Auch indigene oder indigene Völker sind eine Sammelbezeichnung und können eine Generalisierung einer Menschengruppe implizieren. Daher sollten die Völker nach ihrem Namen genannt werden, weil diese meist selbst gewählt sind und keine neokolonialistischen oder diskriminierende Bedeutung haben. Ich denke aber, das ist den meisten Zuschauenden hier auch bewusst. So, fangen wir an. Das Ethnonym Yanomami. Ein Ethnonym ist also ein Wort, was eine Ethnie beschreibt. Das Ethnonym Yanomami wurde von den Indigenen selbst gewählt und auch von AnthropologInnen auf der Grundlage des Wortes Yanomami gebildet, das in dem Ausdruck Yanomami Tepe Menschen oder Menschen, die leben, bedeutet. Dieser Ausdruck steht im Gegensatz zu den Kategorien Yaro, was Wildtiere bedeutet, auch weißer. Die Yanomami führen Mute. Ich bin gemutet. Geht wieder? Ah, okay. Ja, meine Box hat manchmal hier so Aussetzer. Weird, okay. Wo soll ich, wo habt ihr, was habt ihr als letztes gehört? Den Ausdruck Yaro und Yai. Waren 3-4 Sekunden, okay. Genau, also es gibt die den Gegensatz Yaro, genau, das sind die Wildtiere, und Yai, das sind unsichtbare und namenlose Wesen. Und auch, oder auch Nappe, was Feind, Fremder oder Weißer bedeutet. Die Yanomami führen ihren Ursprung auf die Paarung des Demiurgen, also ein Demiurg ist ein anderer Begriff für göttlicher Anfertiger. Eben also auf den Demiurgen Omama mit der Tochter des Wassermonsters, jetzt muss ich genau lesen,
Tepe Reziki, dem Besitzer der Kulturpflanzen, zurück. Omama wird der Ursprung der Regeln zugeschrieben, die die heutige Gesellschaft und die Kultur der Yanomami bestimmen, sowie die Erschaffung der Hilfsgeister, genannt Xapiripe oder Hekurape, der Schaman, genau. So, der Sohn von Omama war der erste Schamane. Der eifersüchtige und bösartige Bruder von Omama, Yoasi, ist der Ursprung des Todes und aller Übel der Welt. So, jetzt kommt schon die erste Interaktion für euch, wenn ihr mögt. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Karte in den Chat einen Link abrufen. Für die Menschen am Handy ist es natürlich jetzt etwas schlecht. Da kommt der Link. weil ihr auf eine Seite kommen werdet, wo ihr euch eine Karte runterladen könnt. Um euch das genauer anzuschauen, wo indigene Menschen leben, unter anderem halt auch die Yanomami. Genau. Und es gibt etwa 26.000 Yanomami derzeit, die eben manchmal auch Yanomamo genannt werden. In den dichten tropischen Regenwäldern Südamerikas entlang und um das obere Flussbecken des Orinoco leben indigene Völker. Hier im Vortrag sieht man das ja auch ganz gut auf der rechten Karte. Da ist der Orinoco River ganz gut eingezeichnet. Im grünen Bereich quasi geht's los und geht dann eben, verläuft nördlich bis nach Osten und mündet dann in der Karibischen See. Genau. Jo. Genau, der Fluss entspringt in den bergigen Regionen und fließt dann nach Norden und Osten durch Venezuela und in den Golf von Mexiko zu münden. Viele Yanomami leben in Venezuela, aber ein Teil ihres Gebiets liegt auch jenseits der Grenze in Brasilien. In Brasilien selbst wurde ein Reservat errichtet, in dem die Yanomami eigentlich ungestört leben sollten. Das Gebiet ist auf der linken Karte eingezeichnet. Die Umwelt und das Klima sind so, wie man es sich von tropischen Regenwäldern erwarten würde. Die Temperaturen sind das ganze Jahr über heiß und feucht und es regnet reichlich. Das Land ist von einer sehr dichten Vegetation bedeckt und Das Land ist von einer sehr dichten Vegetation bedeckt, von der das meiste leider wenig praktischen Nutzen für den Menschen hat. Aber es gibt ein reiches Tierleben im Wald und auch in den Flüssen. Genau. Dann kommen wir zum Thema Gartenbau beziehungsweise Hortikultur. Das ist dann der lateinische Fachbegriff. Also Horti kommt von Hortus, bedeutet Garten, Cultura, Bearbeitung, Pflege, Ackerbau. Und ja, im Grunde ist das einfach nur das lateinische Wort für Gartenbau. Ja, und wie viele Stammesgruppen betreiben die Yanomami eben Gartenbau? So, den größten Teil ihrer Nahrung erhalten sie durch den Anbau kleinerer Mehrkulturengärten in der Nähe ihrer Siedlungen. Zu den Kulturen gehören Platanen, also Kochbananen, das ist so eine verwandte Art der Bananen, sowie Maniok, Taro und Süßkartoffeln. Diese Hackfrüchte gedeihen gut in den armen Wäldern und schattigen Parzellen, also eine Parzelle ist so eine kleine eingeteilte Fläche, kann man sagen. Wie ein Hochbeet, nur auf dem Boden. Und ja, dort, wo Getreide oder Mais oder Weizen eben versagen würde. Ja, etwa 80% der Ernährung der Yanomami besteht aus Feldfrüchten, ergänzt durch Wildfrüchte und Nüsse, wenn diese eben Saison haben. Die Yanomami halten keine domestizierten Tiere. Bock. Gejagte Nahrung wird immer mit anderen Yanomami gehandelt und nie selbst konsumiert. Das soll den Zusammenhalt und ein besseres Miteinander bewirken. Ja. Dann kommen wir zu dem weiteren Anbauverfahren bzw. zur Brandrodung
oder auch Slash-and-Burn-Verfahren genannt. Um diese Gärten anzulegen, wenden die Yanomami eine Technik an, die Gartenbauern in tropischen Wäldern auf der ganzen Welt geläufig ist. Dabei wird ein Teil des Waldes abgeholzt, verbrannt und der aschige Boden für den Anbau genutzt. Das ist notwendig, um aus den kargen Böden eine brauchbare Ernte zu erzielen. Wenn wir uns den Tropenwald ansehen, sehen wir eine üppige grüne Landschaft und nehmen an, dass der Boden eben extrem fruchtbar sein muss. Aber gerade weil die Landschaft so grün und üppig ist, sind die Waldböden ziemlich nährstoffarm. Also alle Nährstoffe, die einst im Boden waren, wurden von den Bäumen und dem Unterholz aufgenommen und stehen nicht mehr für neue Pflanzen zur Verfügung. Ja, und durch dieses Verbrennen wird das Unterholz in Asche verwandelt und die Asche gibt dem Boden alle Nährstoffe zurück und macht sie für wachsende Pflanzen verfügbar. Ja, wenn man das dann allerdings im übermäßigen Maße betreibt, gibt es natürlich große Gefahren. Und zwar, wenn die Pflanzen wachsen und entfernt werden, nehmen sie eben auch alle Nährstoffe mit sich. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Um diese Nährstoffe letztendlich an den Menschen weiterzugeben, dafür sind sie ja eigentlich dann da, ne? Und beim Brandrodungsanbau gibt es keine andere Möglichkeit, die Nährstoffe im Boden wieder aufzufüllen, als sie weiter zu verbrennen. Über einen Zeitraum von einigen Jahren ist die Fruchtbarkeit der Parzelle also erschöpft. Wenn das passiert, bleibt nur die Möglichkeit, auf eine andere Parzelle umzuziehen und dort einen neuen Garten zu brennen. Dies ist meist ein großer Kraftaufwand für die LandwirtInnen, muss aber alle paar Jahre durchgeführt werden. Wenn die alte Parzelle einige Jahre lang ihre natürliche Walddecke aus Bäumen, Sträuchern und so weiter aufgebraucht hat, kann sie wieder gerodet und abgebrannt werden. Es kann jedoch mehrere Jahrzehnte dauern, bis die volle Produktivität wieder erreicht ist, je nachdem, welche Pflanzenarten in der unmittelbaren Umgebung wachsen. Kostspieliger als die Räumung der Gärten können die Transportkosten sein. Wenn die Parzelle in der Nähe des Dorfes erschöpft ist, müssen die Menschen ihre Gärten immer weiter weg verlegen. Also je weiter weg vom Dorf, desto größer ist dann eben auch der Reiseaufwand. Zur Erntezeit muss die gesamte Ernte in das weit entfernte Dorf zurückgebracht werden. Während dieser ganzen Reisezeit setzt man sich dann natürlich den ganzen Gefahren in den Wäldern aus, also den Raubtieren, sogar ja, Unfälle und auch eben anderen Feinden. In vielen Teilen der Welt wird das Reisen, das mit dem Gartenbau verbunden ist, zu einem großen Problem. Da wird das ganze Dorf meist einmal pro Generation umgesiedelt, um näher an den derzeit produktiven Parzellen zu sein. Ja, und wenn ihr euch noch näher mit fruchtbaren Böden im Regenwald beschäftigen wollt, dann würde ich einfach mal auf den Begriff Terra Preta, ich schreibe das einmal hier rein, Terra Preta verweisen. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, aber wenn ich da jetzt noch reingehe, dann ist das, glaube ich, hier schon der Overkill. Jetzt werde ich einmal ganz kurz den Chat lesen. Moin John Keats und hey Equivate. Okay, ja, vielleicht kann irgendjemand mal Equivate kurz erklären, worum es geht. Ich mache einfach mal weiter. Genau, alles klausurrelevant. Genau, kommen wir zu den Yanomami-Dörfern. So, da die Diskussion, die Diskussion über den Gartenbau der Yanomami leitet jedoch ganz gut auch zum Thema ihrer Siedlungsmuster über. Ja. Wie die meisten Stammesgesellschaften sind die Yanomami sesshaft und haben mehr oder weniger feste Dörfer. Die 26.000 Yanomami verteilen sich auf insgesamt etwa 250 Dörfer.
Jedes Dorf hat zwischen 40 und 300 EinwohnerInnen. Und die Dörfer ziehen, wie ja eben schon mal gesagt, alle paar Jahrzehnte massenhaft an neue Orte um. Also mindestens nach 2 Jahren bis 5 oder maximal 7 Jahren bleiben sie dann an einem Ort. Aber sie ziehen in der Regel auch nicht zu weit weg. Sie bleiben in demselben Teil des Yanomami-Gebietes, der den BewohnerInnen eben auch bekannt ist. Genau. Dann, das Besondere an einem Yanomami-Dorf, was auch Shabono genannt wird, ist, dass es von außen wie ein einziges Gebäude aussieht. Ja, also jeder Yanomami-Haushalt ist für den Bau seines eigenen Hauses verantwortlich. In der Regel eine kleine quadratische Struktur aus Pfosten mit offenen Wänden. Diese sind um einen geräumten öffentlichen Platz herum angeordnet. Zum Platz hin gibt es keine Mauer und nur einen minimalen Sichtschutz zwischen den einzelnen Häusern. Der gesamte Häuserring ist mit einem einzigen gemeinsamen dicken Dach bedeckt und ein einziger gemeinsamer Eingang, der eigentlich nur eine Unterbrechung des Häuserrings darstellt, ermöglicht den Zugang zum Dorf. Diese Struktur unterstreicht den gemeinschaftlichen, egalitären Charakter des Yanomami-Dorflebens. Das Haus eines jeden blickt auf das des anderen und die Rückseite ist buchstäblich der Außenwelt zugewandt. Leider verrotten eben die Holzpfähle des Strohdaches in der tropischen Umgebung schnell, sodass die gesamte Struktur alle paar Jahre neu aufgebaut werden muss. Aber das ist dann auch nur ein weiterer Grund, um durch Zusammenarbeit die Solidarität der Gemeinschaft zu stärken. Das ist für mich Kommunismus. Das ist korrekt. So in der Art. Alles klar. Nun, kommen wir zur Verwandtschaft und zur sozialen Organisation. Die Verwandtschaft der Yanomami wird patrilinear gerechnet. Ja, schwieriges Wort. Das bedeutet also, dass die Kinder den Clans ihrer Väter angehören. Also Patri ist wieder lateinisch, kommt von Pater und bedeutet Vater. Genau. Und weiter sind die Clans exogen, sodass die Ehemänner und Ehefrauen verschiedenen Gruppen angehören. Das bedeutet also, die Männer bilden ihre eigenen Clans, die Frauen gehören einerseits zum Clan des Ehepartners, aber andererseits auch zum Clan der eigenen gebürtigen Familie. Und die Wohnsitze sind patrilokal geführt. Eine neue Braut verlässt ihr Dorf dann und zieht zu ihrem Ehemann. Patriarchat, ja, wir kennen es ja alle irgendwo. Genau. Warum diese Struktur? Eine solche Organisation ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die endemischen Kriege, also endemisch in dem Sinne, dass es fortwährend gehäufte Fälle eben in einer bestimmten Region gibt. Unter denen die Was habe ich hier geschrieben? Eine solche Organisation ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die endemischen Kriege unter den Yanomami-DorfbewohnerInnen. So. In einer kleineren Gemeinschaft wie der Yanomami ist es wahrscheinlich, dass eng miteinander verwandte Männer in einen Konflikt auf der gleichen Seite kämpfen. Wenn sie sich also in der Nähe befinden, können Verbündete einander schnell zur Hilfe eilen. Die Tatsache, dass die Schwestern unter den DorfbewohnerInnen in der Nähe verstreut sind, dient dazu, einen Mann innehalten zu lassen, bevor er einen Konflikt mit seinen NachbarInnen beginnt. Ja. Kommen wir nun zu dem Thema der Geschlechterschichtung und der Ehe. Die vorherrschende Kriegsführung ist wahrscheinlich auch der Grund für eine andere bekannte Dimension des täglichen Lebens der Yanomami. Es gibt eine ausgeprägte Geschlechterschichtung. Zwar sind die Yanomami wie überall das Gleiche richtig. Zwar sind die Yanomami wie alle Stammesgesellschaften im Allgemeinen egalitär. Das gilt jedoch nicht für die Beziehungen zwischen den Geschlechtern.
Yanomami-Männer werden in jeder Hinsicht als den als den Frauen überlegen angesehen und sie werden ermutigt, diese Überlegenheit durch häufige kleinere Gewaltakte gegen ihre Frau zum Ausdruck zu bringen. In einem Umfeld, in dem ständig Krieg geführt wird, wird Aggression unter den männlich gelesenen Kriegern gefördert. Ehefrauen, die nicht im Dienste ihres Mannes stehen, sondern zu einem anderen Clan überlaufen, gelten praktisch als AußenseiterInnen. Ich habe gefördert mit einem Sternchen hier im Text versehen, also auf der Folie, weil ich später zu dieser These noch etwas genauer eingehen werde. Und ja, vorweg, direkt unsympathisch, vorweg sei gesagt, dass diese Aussage auf einer anthropologischen Beschreibung beruht, die gleich nochmal genauer eben ins Visier genommen wird. Genau. Jo. Häufig werden Ehen zwischen jungen Mädchen und viel älteren Männern in nahegelegenen Dörfern arrangiert, oft mit dem ausdrücklichen Ziel, vergangene Feindseligkeiten zu beenden. Dadurch sind junge, wehrlose Mädchen jedoch der Gnade von Männern ausgeliefert, die zuvor als Feind angesehen wurden. Junge Ehefrauen sind deshalb oft in der Situation, dass sie von ihren Ehemännern gewaltsam behandelt werden. Im Allgemeinen liegt es in der Verantwortung der Brüder der Mädchen, sie vor inakzeptablen Ehemännern zu beschützen. Sie befinden sich aber möglicherweise in weit entfernten Dörfern und wissen nichts von den Problemen ihrer Schwester. Ältere Frauen hingegen, die seit Jahren oder Jahrzehnten in den Dörfern ihrer Ehemänner leben und Kinder großgezogen haben, die zu den örtlichen Clans dann gehören, genießen ein bemerkenswertes Maß an Freiheit und Respekt. Naja, im Vergleich dann natürlich, ne? Sie sind in der Regel sowohl in den Dörfern ihrer Brüder als auch in der ihrer Ehemänner recht sicher, selbst bei Konflikten. Auf diese Weise können sie auch als FriedenswächterInnen dienen. Ja. Das bringt uns dann zu der Betrachtung der politischen Organisation der Yanomami, sowohl innerhalb als auch zwischen den Dörfern. Ja, wie bereits eben mehrfach schon mal erwähnt, das sind die Yanomami nach Stammesprinzipien organisiert, was Egalitarismus bedeutet. Jedes Dorf ist politisch autonom. Innerhalb jedes Dorfes werden alle Männer als gleichberechtigt angesehen. Entscheidungen werden im Konsens und nach ausführlichen Debatten getroffen. Jedes Dorf hat einen Mann, der nominell die Aktivitäten der Gruppe koordiniert, insbesondere im Umgang mit Außenstehenden. Dieser Mann hat jedoch keine wirkliche Autorität. Er kann lediglich die Gruppe gut vertreten und die Anliegen von Außenstehenden an den Rest seiner Gemeinschaft weiterleiten. Gibt es nicht eine Extension für die Untertitel? Müsste vom Stream dann eingestellt werden, meine ich. Ja, ich kann diese Extension einstellen, allerdings versucht der dann das, was ich auf Deutsch sage, irgendwie ins Englisch, also der versucht das, ich glaube, dass das gar nicht so richtig funktioniert, sondern dass der dann versucht, wenn ich deutsche Wörter sage, dass der dann versucht, englische Wörter daraus zu machen und nicht die Translation dazu zu machen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. But Equivate, I can send you a YouTube video where this lecture is based on. Genau. Lord Nip und veganes Wurstbrot, vielen Dank für eure Follows an der Stelle. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch Feste und Allianzen. In der Regel besteht die wichtigste Aufgabe des Dorfvorstehers, hallo Marcusi, besteht die wichtigste Aufgabe des Dorfvorstehers darin, die aufwendigen Feste zu planen und zu leiten, die sein Dorf ausrichtet, wenn es darum geht, Bündnisse mit anderen Dörfern zu schließen oder auch zu erhalten.
Das gastgebende Dorf lädt oft auf Drängen des Dorfvorstehers die gesamte Bevölkerung eines Nachbardorfes zu einem Fest ein, bei dem Heiratsvermittlungen und Handel vereinbart werden. Diese friedlichen Interaktionen sind wichtig für den Aufbau von Beziehungen zwischen den Dörfern, die zukünftig Gewalt verhindern sollen, wenn die Gemüter unweigerlich erhitzt sind. Diese Handelsbündnisse und Feste sind so wichtig, dass die Yanomami sogar Ausreden erfinden, um mit Gegenständen zu handeln, die sie leicht selbst herstellen können. Die Religion der Yanomami ist komplex und vielschichtig. Es gibt Other than humans, persons, gemeint sind damit Geister. Die Yanomami-Religion kennt eben mehrere verschiedene Arten von Geistern. Jeder hat ihre eigene Kraft, Persönlichkeit und auch Rituale. In der Religion geht es darum, die richtigen Beziehungen zu den Geistern zu finden und auch zu pflegen. Mo Vance, vielen Dank für dein Abonnement im achten Monat. Ich habe die Alerts ausgestellt, um nicht unterbrochen zu werden, aber ich werde irgendwie trotzdem unterbrochen. Aber ist nicht schlimm, liegt an mir. vielen Dank. Genau. Die einzigen religiösen Fachleute in der Yanomami-Religion sind Schamanen. Ein Schamane ist jemand, der speziell für magische oder religiöse Zeremonien ausgebildet ist und diese Rituale im Namen anderer durchführt. Schamanen sind jedoch nur Teilzeitspezialisten und sind weiterhin für ihren eigenen Lebensunterhalt und ihre wirtschaftlichen Grundbedürfnisse verantwortlich. Diese Teilzeitbeschäftigung eines Schamanen passt gut zu der egalitären Struktur von Stämmen, in denen jeder, der eine Schamanenausbildung machen möchte, das auch tun kann. Bei den Yanomami sind Schamanen in erster Linie Heiler von übernatürlichen Krankheiten, deren Dienste nur sporadisch benötigt werden. Auch wenn sie in dörflichen Debatten respektiert und geachtet werden, sind Schamanen in der Regel keine Anführer der Gemeinschaft. Also in nicht-religiösem Kontext. Die Tradition der Yanomami erlaubt jedem, der sich zum Schamanen ausbilden lassen möchte, dies auch zu tun, doch ist die Ausbildung schwierig und oft schmerzhaft. Schamanen müssen lernen, die Hakura, das sind die Ahnengeister aus der Frühzeit der Weltgeschichte, an ihren Körper zu binden. Und wenn diese Hakura-Geister vom Körper des Schamanen Besitz ergriffen haben, kann er durch die Einnahme von Halluzinogenen auf ihre Heilkraft zugreifen. So. Diese Halluzinogene werden Yopo und Yawana genannt und können aus Muskatnussbaumrinde bestehen. Andere Substanzen können Samen der Pflanze einer bestimmten Pflanze, die Anadenanthera peregrina sein, die erst getrocknet, dann geröstet und zum Schluss zu einem feinen Pulver gemahlen wird, sein, genau. Diese Substanzen oder diese Substanz werden aus lokalen Pflanzen zubereitet und durch die Nase geschnupft, um ihre psychoaktive Wirkung zu entfalten. Bei der Einnahme bläst eine andere Person das Pulver als Teil des Rituals durch ein langes Rohr in die Nase des Schamanen. Auch ist eine Einnahme als gekochte Pflanzenmischung denkbar, die dann eben als Tee getrunken wird. Avi schreibt, wenn mir genug Kiffgras direkt vom Blech reinfolge, kann ich bestimmt auch Geister anrufen. Ja, weiß ich nicht. Nach dem Eintritt in den Trancezustand ist der Schamane in der Lage, die Kraft seiner Hakura-Geister zu nutzen, um das übernatürliche Leiden zu heilen, das den Patienten plagt. Yopo macht allerdings auch süchtig und wird von vielen Yanomami-Männern nicht nur während der Zeremonie, sondern auch in der Freizeit konsumiert. Allerdings können nur ausgebildete Schamanen die Drogen aufgrund ihrer spirituellen Eigenschaft wirksam einsetzen. So, und jetzt kommen wir
jetzt schiebe ich den Filmwagen in den Raum hinein und wir werden uns jetzt gleich das erste Video anschauen, um uns eben genaueres Bild machen zu können, wie ein Mensch mit kulturellem Yanomami-Hintergrund sich dazu entscheidet, die Schamanenausbildung abzulegen. Und nachdem er eben als Kind von katholischen EinwohnerInnen mitgenommen worden ist und in einer zivilisierten Umgebung aufgewachsen ist. Weiter werden wir sehen, mit welchen kulturellen Kämpfen er es dann eben auch zu tun bekommt. So, und jetzt muss ich hier die Szene wechseln. Oh. Ich hoffe, dass bald Krawall passiert, dann mache ich mit halt. Ich bin nicht derjenige, der startet, aber wenn startet, dann bin ich dabei. Alles klar. Danke, Mo, für diesen großartigen Alert. Ja, zivilisiert in Anführungszeichen, ja. So, jetzt muss ich mal schauen. Keine Quelle gewählt. Da ist der Browser. Funktioniert das so? Ja, so, jetzt habe ich hier leider das Problem, dass wir nackte Menschen sehen werden und wir immer noch auf Twitch sind und auch in dem Bezug Twitch irgendwie wild ist, weshalb ich das Video zwischenzeitlich mal blurren muss, weil ich sonst meinen Twitch-Kanal verliere und da habe ich eher weniger Bock drauf. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Genau. Ja, fangen wir an. Ich hoffe, dass das ist alles hier laut genug. Ja, let's go. As the rain pours down, okay, Wendell Lee tells us his story. Like many Yanomami children, he was taken in at the nearby city of Santa Isabel. The Yanomami people are a warrior tribe. Conflicts between villages were frequent during his childhood, and the fighting could be particularly fierce. To protect these Yanomami children, the Salesian Catholic fathers took them out of their villages and placed them in Cabocho families, those along the river. Both the fathers and the host families often took a long time to return these children to their villages. Quando eu fiquei assim, desse tamanho, aí eles me internaram no colégio de Santa Isabel. Aí estudei. Quarto ano. Aí eu recebi crisma, batismo, a primeira comunhão. Aí já que eu esqueci de falar Yanomami, esqueci tudo. Eu não entendia mais nada de falar Yanomami. Lá que padre me encontrou, ele me perguntou, mas meu filho, quem que te trouxe? Padre, quem me trouxe foi meu papai. Quem é teu pai? Valdomiro Beleza. Tu é Napa? Negativo. Teu pai não é Napa. Teu pai é Yanomami. Não. Eu estou te perguntando, tu não é filho do Napa. Tu é filho de Yanomami. Quer escutar o nome do teu pai? Pode falar. Teu pai é o João Grande, mora no Maraviá. Aí ele me levou. Aí no outro dia nós subimos. Ele tinha um motorzinho. Aí eu conheci já papai. Aí papai chorou por causa de mim. Chorou. Pronto. Aí eu respeitei já papai. Companheiro falava Yanomami. Aí eu não entendia. Aí me acostumei já de falar Yanomami. Daí já. Já para ele me ensinar isso, ele me falou, meu filho, eu estou me sentindo muito mal,
Er tem que ensinar para ser pajé. Meu filho. Não. Negativo. Eu não quero. Aí eu vim embora dele. Eu não respeitei papai. Aí já, quando eu cheguei, aí ele me pegou. Tudo eles. Todos os pajé me pegaram. Aí no outro dia eles me pintaram tudo. Começaram a soprar pra mim. My initiation began. Aí já que me... Oh. Hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ich hatte wieder diesen Aussetzer, danke. Also nicht ich, sondern die Focusrite Box. Genau. And that's when I calmed down. Steht da. Calm me. Jetzt sind die ganzen Toststellen auch weg. Taking Parika, a powerful psychotropic drug, enables the shamans, the Yakura, to embody the spirits through dance and their vibratory singing. Every day from sunrise to sunset, they protect the village from evil spirits and epidemics. During Shapuri shamanistic rituals, the central square of the village cannot be crossed by the Shapuno inhabitants. This square becomes the central battleground between evil spirits and protecting spirits. In the stillness of the night, Carlito, the Tushawa, the village chief of Ishima, shares his knowledge of the forest with us. Mas, Yanomami, nós temos conhecimento. Por que que nós temos conhecimento? Porque a gente vivemos com ela, no meio da floresta. Nós estamos dentro com ela. A floresta é vivo e ele que dá fruta. É a floresta que dá fruta. Na floresta, o que que tem? Tem a caça, tem o caranguejo. Todos esses alimentos da floresta. É a floresta que protege esses alimentos. Os NAP, eles conhecem a floresta, mas eles não conhecem tudo o que tem. Eles sabem que qual madeira que é bom, eles sabem. Por isso, que os NAP não têm o respeito da floresta. Não têm respeito. Porque falta de conhecimento. Eles não têm muito conhecimento. Por isso que eles não têm esse respeito da floresta. Os NAP pensam assim. Nessa floresta não tem nada. É vazia. NAP pensa assim. Aí eles pensam assim, aí eles podem tira a madeira, pode cortar qualquer, é assim. Pode envenenar a água, é assim.
O Napa. Se o Napa destruir toda a floresta, o que que nós vamos comer? O que que vai acontecer? Vai acabar. Nós, a gente fala, a floresta, eu vivo, ele tem espírito dele, a árvore, ele tem espírito dele, né? O rio tem espírito dele, e a terra tem espírito dele, né? Tudo isso aí tem o seu espírito, né? Será que o céu não tem espírito? Tem. Será que a lua não tem espírito? Tem. Será que a estrela não tem espírito? Tem. Isso aí é o Napa que não tem esse conhecimento, né? Então, por isso que a gente não sabemos o que tem nessa floresta. Quando fica muito bêbado, a gente vê como nossas crianças. Aí ele vai dar canto, música do Recura. Sabe como o que que aparece? Como tipo assim, tipo assim, tipo espelho, né? Tipo espelho assim, redondo. Aí tu vai ver. Aí tu tá vendo ele. Não é minha língua que está cantando, é um espírito que está cantando pela boca dela. Ou mulher ou homem, são dois. Espírito tem as mulheres também. Ou mulher canta, ou homem canta. Dentro do champom, sempre, todo dia, fazer recura, né? Fazer vigia e para não entrar outro recura. Aí por isso que nós todo dia cheira o paricão. Pai Gemê é verdadeiro, não é sonho. Genau, das dazu. Wie mache ich das denn jetzt? So mache ich das jetzt. So, zup. Hervorragend. Ja, IQ-Welt hat schon in den Chat geschrieben, Petition. Es gibt Petitionen, die ihr im Laufe des Vortrags gerne unterschreiben könnt. Damit würdet ihr auf jeden Fall helfen. Genau. Also ich denke, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Mal öfters hier reingeschrieben werden, wenn noch ein paar Leute dazukommen oder so. Genau. Könnt ihr machen. Macht das bitte. Das ist das Mindeste, denke ich, an der Stelle. Geht schnell und kostet kein Geld. So. Dann kommen wir zu den menschlichen Seelen. Und was ist, was mit ihnen in Verbindung mit dem Tod geschieht? Der Tod ist bei den Yanomami genauso schwierig wie bei jeder anderen Gemeinschaft. Die Yanomami haben jedoch aufgrund ihres komplexen Glaubens an die menschliche Seele eine besonders komplexe Auffassung vom Tod. Sie glauben, dass jeder Mensch vier verschiedene Seelen besitzt. Die Kombination dieser Seelen
bilden die einzigartige Persönlichkeit des Menschen. Eine Seele ist diejenige, die sich schließlich vom Körper trennt und in die Welt des Jenseits im Himmel reist. Eine zweite Seele verlässt den toten Körper und reist in den Wald, wo sie diejenigen angreifen kann, die sich verschiedener Verbrechen und Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Eine dritte Seele kann zu Lebzeiten eines Menschen von bösartigen Geistern oder feindlichen Zauberern heimgesucht werden und ist die Ursache der meisten Krankheiten. Eine vierte Seele schließlich nimmt die Form eines Tieres an, das ein paralleles Leben im Wald führt. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt auch sein Tiergeist und umgekehrt. Genau, also diese Seelen haben auch alle unterschiedliche Namen, also das ist, hängt von den, hängt dann auch von den jeweiligen Menschen aus den Dörfern ab. Also es gibt da keine einheitlichen Namen. Genau. Der Ausgleich dieser verschiedenen Geister und die Sicherstellung, dass alle von ihnen in die entsprechenden Geisterwelten übergehen, steht im Mittelpunkt bei Yanomami-Beerdigungen. Einer der wichtigsten Teile dieser Rituale ist die vollständige Zerstörung des Körpers. Es darf kein Stück übrig bleiben und auch nicht in der Erde vergraben werden. Aus diesem Grund praktizieren die Yanomami in den meisten Fällen die Einäscherung. Nach der Einäscherung wird schließlich auch die Asche vernichtet. Sie wird nach und nach in Tees und Suppen gemischt und von den Angehörigen der, des Verstorbenen verzehrt. Man kann davon ausgehen, dass dadurch die, oder man geht davon aus, dass dadurch die Lebenskraft des Clans an die überlebenden Mitglieder zurückgegeben wird und auch der Geist des Verstorbenen ordnungsgemäß in das nächste Leben entlassen wird. Ja, jetzt gibt es eine kleine Filmempfehlung für alle Menschen, die einen Netflix-Zugang besitzen. Genau, in diesem Film, wir schauen allerdings jetzt hier nur den Trailer, wo ich auch leider viermal blurren muss, wird eben die Geschichte der Yanomami von Yanomami erklärt. Das ist wichtig, weil es eben so zur korrekten Vermittlung von Werten und Normen beziehungsweise von der Geschichte und der Kultur kommt und ja, eben kulturelle Aneignung und oder eben Verzerrung ja, dahingehend entgegenwirkt. Ja, ist jetzt die Frage, sollen wir uns den Trailer jetzt anschauen? Aber fällt das nicht unter Aufklärung? Heult Twitch da auch rum? Ja, ich weiß es nicht. Better safe than sorry, I guess, an der Stelle. Weiß ich nicht. Ja, okay. Molgor, bezog sich das ja auf Avi oder bezog sich das ja auf meine Frage, ob wir uns das anschauen sollen? Ja, teils ja. Safety first. Okay. Oder an alle Jack, Jane Sparrow dazwischen oder außerhalb, das findet man bestimmt auch anderweitig. Genau. Und ja, anschauen. Okay, okay. Sorry, dass das ja war auf angucken. Okay, okay. Gut, ja, dann gucken wir uns das an. Dann muss ich hier wieder die Szene wechseln. So. Das kriege ich hin. So. So. Okay. Oh ja, das schallert. Ja, gut. Ich muss die Maus leider immer ein bisschen bewegen, damit ich die Zeitangabe sehe. Yanomami Yamaku, Sayo Ahetoimimaki. Meu povo não aceita mineração aqui. Atirou! 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 Atirou
We, the woman, can... oh, jetzt muss ich einmal zurückspulen, damit ihr das lesen könnt. We, the women, can weave more if we are together. That way we would depend less on the man. Ah ja, okay, das kann ich wieder zeigen. Mhm, alles klar. Sparks, vielen Dank für den Follow. Jetzt sehen wir hier ein Yanomami an einem Funkgerät. Im Interview, also ich habe das jetzt für die Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind, ich muss das leider blurren, weil hier Brüste zu sehen sind und ja, Twitches. Genau. Hier ist ein Yanomami an einem Funkgerät und es wird gerade gesagt, listen up. We, Yanomami. We must fight so that our children can live. Mein Name ist Davi Kobenawa Yanomami. Genau. Das ist eine Filmempfehlung auf Netflix. Könnt ihr euch ja mal geben. Habe ich mir schon angeguckt. Geht 40 Minuten oder so. Ist eigentlich ganz cool anzuschauen. Und ja. Würde ich sagen, machen wir mal weiter. Hoppala. So. Und jetzt. Der Anthropologe, der am engsten mit den Yanomami in Verbindung gebracht wird, heißt Napoleon Shacknan und ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der in den frühen 60er Jahren erstmals nach Venezuela reiste. Im Jahr 1968 veröffentlichte er eine Ethnographie der Yanomami mit dem Titel Yanomami, the Fierce People, also das wilde Volk auf Deutsch, in der er behauptete, dass Gewalt ein beständiger und bestimmter Aspekt des Lebens der Yanomami ist. Es war damals eine bahnbrechende Studie über die Rolle, die Gewalt in kleinen Gesellschaften spielen kann. Doch schon bald nach der Veröffentlichung stellten andere AnthropologInnen Shacknans Interpretation oder Aussagen in Frage, indem sie behaupteten, er habe das Vorherrschen von Gewalt im Leben der Yanomami übertrieben, um seine eigenen Theorien zu stützen. Dazu gehörten auch einige recht umstrittene Ideen, wonach die Menschen teilweise genetisch zur Gewalt veranlagt sind. Ja, das kennen wir doch irgendwoher. Diese anderen AnthropologInnen argumentieren, dass Gewalt ein Teil des Lebens der Yanomami war, aber nicht mehr als in anderen oder in jeder anderen Stammesgesellschaft. Um sich näher dann mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen, kann man auf Epigenetik verweisen und oder auch auf erbliche Veranlagungen von Traumata. Genau. An der Stelle vielen Dank, Avi, dass du mir das dann nochmal den Tipp dazu gegeben hast. Ja. Die Debatte schwelte mehrere Jahrzehnte lang, brach aber schließlich im Jahr 2000 aus, als ein Schriftsteller namens Patrick Tierney
das, das Buch Darkness in El Dorado veröffentlichte, in dem er Shacknan und seine MitarbeiterInnen einer Reihe von ethischen Missständen und fehlerhaften Forschungen beschuldigte. Die American Anthropological Association, oder kurz AAA, die größte Berufsorganisation von AnthropologInnen in den USA, leitete daraufhin eine gründliche Untersuchung von Shacknans Forschung ein. Vieles von dem, was dabei herauskam, stellte eine Entlastung für Shacknan und seine PartnerInnen dar. Tenys Buch erwies sich im besten Fall als schlampig recherchiert und irreführend, im schlimmsten Fall als vorsätzlich betrügerisch. Aber auch Shacknan selbst stellte mitunter seine eigenen Theorien und seine Publicity über die Interessen der Yanomami. Für diese Verfehlung wurde er dann auch getadelt. Die AAA ist jedoch dann keine Zulassungsstelle, sodass er, also Patrick Tierney, auch heute noch in diesem Bereich tätig sein könnte, wenn er wollen würde. Genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Wir können ja mal, oder wir können auch erstmal Ideen sammeln, die Bedrohungen der Yanomami. Wir können Ideen sammeln, was ihr euch für Bedrohungen für die Yanomami vorstellen könnt. Einiges habt ihr ja natürlich schon gesehen oder gehört. Schreibt es einfach in den Chat, wir können so ein bisschen sammeln und dann, ja, machen wir dann gleich weiter. Ich kann ja mal hier so ein bisschen Musik unterlegen. Kann ich das? Kann ich nicht. Raubbau an den Ressourcen, die sie zum Überleben brauchen, ihrem Lebensraum in erster Linie, I guess. Ja. Kapitalismus ist die größte Gefahr, wenn ich ehrlich bin. Ja, richtig. Ist natürlich sehr verkürzt. Bedrohung ihrer Kultur und Lebensart, ja, das ist richtig. Wahrscheinlich wieder der weiße Mann, der sich in die Leben dieser Menschen einmischen möchte. Ja. Der sich dort einmischen möchte. Ja. Kann man mal so vielleicht im Hinterkopf behalten. Klimakrise. Natürlich werden indigene Völker das als allererstes merken. Da sie zum globalen Süden gehören und keine Lobby haben und ja, die ersten sind, die darunter leiden. Ach, Ivo, das ist doch kein Problem, ja. Ja, Kopium, Gigakopium. Kann ja mal die nächste Folie zeigen. So, aktuelle Bedrohungen, Goldrausch, Abholzung, hängt damit zusammen, Krankheiten, unter anderem oder vor allem Malaria, Covid-19, Vergiftungen durch Quecksilber eben, Unterernährung und dann haben wir noch den politischen Aspekt. Die ehemalige Bolsonaro-Regierung, die FUNAI, das ist quasi die Polizei sozusagen, die für den, zum Schutz der indigenen Menschen gegründet worden ist und den Autobahnbau durch den Amazonas. Das sind so die großen Kernpunkte, wobei ich den Autobahnbau durch den Amazonas rausgenommen habe, weil das wird, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen mehr den Rahmen sprengen. Dann würde ich sagen, gehen wir in den
in den Goldrausch und das Eindringen von außen, weil das wirklich so mit der größte Punkt ist, auf den ich auch hier den Fokus legen möchte. Genau, die größten Veränderungen begannen für die indigenen Yanomami in dem Jahr 1980 mit der Entdeckung von Goldvorkommen in der brasilianischen Bergheimat. Genau. Und aufgrund der abgelegenen Lage und der relativen Ineffektivität der brasilianischen Regierung strömten skrupellose Bergbauunternehmen in die Region und lösten einen weit verbreiteten Konflikt mit den Einheimischen aus. Uff, sieht das schlimm aus. Ja. Ende der 1980er schätzte die brasilianische Bischofskonferenz die Zahl der GoldschöpferInnen auf 65.000. Dies führte nicht nur zum Tod vieler Yanomami durch offene Feindseligkeiten gegenüber den viel besser bewaffneten Bergleuten, sondern auch zur Einschleppung fremder Krankheiten, gegen die Yanomami von Natur aus eben keine Resistenzen oder Resistenz haben oder hatten. Ja. Tausende starben erst in den letzten Jahren haben die nationalen Regierungen die illegalen Geschäfte in den Gebieten der Indigenen haben sie es versucht einzudämmen. Ja, also das versucht auf jeden Fall mal in Brackets. Genau. Ja, 1990 waren über 40.000 GoldschöpferInnen in den Gebieten der Indigenen unterwegs. Es gipfelte und stellte eine Zäsur in der Geschichte Yanomami dar, als das Massaker an der Bevölkerung im Ort Hashimu im Jahr 1993 stattfand. Mindestens 16 Menschen wurden dabei auf brutalste Art und Weise durch eine Gruppe von GoldschöpferInnen, die illegalen Raubbau an der Natur betrieben, ermordet. Der Grund für die Angriffe ist unklar. In einer Quelle heißt es, dass die Yanomami den Goldschiffern in ein Gewehr geklaut haben sollen. Eine andere Quelle besagt, dass es Hängematten gewesen sein sollen. Ja. Das, lasse ich so stehen. Das ist grausam. Ja, dazu schauen wir jetzt eine Spiegelreportage, eine Spiegel-TV-Reportage aus dem Jahr 93. Also an der Stelle sei gesagt, dass das I-Wort wird hier verwendet und andere neokolonialistische Begriffe werden hier eben auch verwendet. Genau. Ja, diese Doku geht 13 Minuten lang und zeigt eben auf, was bei diesem Massaker passiert ist und lässt alle Seiten, also von Menschen, die davon betroffen sind, also eben von den Yanomami, deren Seite erklären, aber auch eben von Menschen, die dort eingedrungen sind, jetzt nicht speziell die MörderInnen, aber eben auch andere Menschen, die nur Gold Raubbau betrieben haben und auch eben dann die Regierung. Genau. So. 13 Minuten, genau. Passt das jetzt hier alles? So, sollte passen. So. Der Weg zu den letzten nicht zivilisierten Ureinwohnern Brasiliens ist nur mit den Fortbewegungsmitteln moderner Zivilisation zu bewältigen. Anderthalb Flugstunden von der Bundeshauptstadt Boa Vista entfernt, das Reservat der Yanomami-Indianer. Vor zwei Wochen ist es hier zu einem Massaker gekommen. Wie viele Indianer dabei zu Tode kamen, weiß niemand so genau. Nur eines steht fest. Das Dorf Hashimu existiert nicht mehr. Es wurde niedergebrannt. Die Überlebenden tauchten erst eine Woche später wieder auf. Die Überlebenden hier aus der Mission Tototobi im Bundesstaat Amazonas gehören zu zwei in Brand gesetzten Indianerdörfern. Die Indios sagen, sie seien zweimal angegriffen worden. Die Leichen, die sie gebracht haben, das heißt die Knochen der Leichen, wurden auf dem Weg hierher verbrannt und zerrieben und werden nun in kleinen Kalebassen verwahrt. Also eine Kalebasse ist so ein Flaschenkürbis. Wir wissen heute, dass es sich um die Leichen von 12 Menschen handelt. Demnächst wird eine Totenzeremonie für sie gemacht. Wann, hängt von den einzelnen Familien ab.
Habe ich jetzt? Jetzt habe ich wieder Sound? Okay. Acondicionados em cabaças, em pequenas cabaças, que eles vão fazer a cerimônia dos mortos, isso daqui um tempo, né? Isso depende de cada família. Nach Angaben der Indianer kam es zu dem Massaker, nachdem man einem Goldsucher das Gewehr gestohlen hatte. Der holte rund 20 Mann bewaffnete Verstärkung. Wahllos feuerten die Garimperos in die Menge. Garimperos ist dann der Begriff für die illegalen Goldschürfer. Bis 16 Yanomamis starben. Kurze Zwischenfrage. Du hattest die Funai als Gefahr für die Indigenen beschrieben und dass sie gegründet wurde, um sie zu beschützen. Da habe ich mich gefragt. Das habe ich geschrieben. Gehe ich später nochmal drauf ein. Genau. Klang paradox ist auch paradox. Genau. Das kommt noch. Das kommt noch. Darunter vor allem Frauen und Kinder. 4 kamen mit Schussverletzungen davon. Von den Tätern fehlt bis heute jede Spur. Hier werden Kinder gezeigt, deswegen mache ich das jetzt. Der Massenmord von Hashimu ist der traurige Höhepunkt eines Konfliktes, der seinen Grund hat in den Bodenschätzen dieses riesigen Areals an der Grenze zu Venezuela. Immer wieder kam es zu Gewalttätigkeiten zwischen eindringenden Goldsuchern und Ureinwohnern. 1991 beschloss die brasilianische Regierung deshalb, auch auf internationalen Druck, den noch etwa 10.000 Yanomamis ein geschütztes Reservat zu garantieren. Flugzeuglandepisten wurden gesprengt, um den Goldsuchern den Zugang in den Urwald zu versperren. 16 strategisch platzierte Posten der Indianerschutzbehörde FUNAI sollen seitdem Leben, Gesundheit und Ursprünglichkeit der Indianer sicherstellen, notfalls auch mit Waffengewalt. Erst im März wurden in einer Großaktion 5.000 Garimperos von hier vertrieben. Früher standen hier Maschinen, Baracken. Es gab natürlich auch Prostitution. Dies alles war ein Kulturschock für die Yanomami, die ein primitives Volk sind. Ja, erstmal ist es ein Schock für alle Menschen, dass sowas passiert. Und auch die Yanomami sind nicht primitiv. Sie sind nicht in der Lage, sich diesem allem anzupassen. Wenn die Maschinen anfangen zu arbeiten, wird das Wasser verschmutzt, die Fische werden vertrieben und der Lärm der Maschinen vertreibt die Tiere, die sie jagen. Schließlich werden die Yanomami-Gemeinschaften, die in der Umgebung leben, von den Goldsuchern abhängig. Die Goldsucher geben ihnen Nahrungsmittel aus Konserven zu essen und die Yanomami, die dieses Essen nicht gewohnt sind, werden schließlich krank. Der staatlich verordnete Naturschutz für Indianer hat dramatische Auswirkungen auf andere, auch nicht gerade privilegierte Brasilianer. Boa Vista, ihr einstiges Dorado, verslammt rapide. Von einst 50.000 Goldschürfern sind kaum mehr als ein paar Tausend übrig geblieben. Bobo und seine Frau haben vor einem Jahr 3 Kilo Gold gefunden. Natürlich im Ja, Nico, der Beitrag ist von 1993. Reservat. Für sie ist die Indianerschutzbehörde maßgeblich beteiligt am Krieg zwischen Weiß und Rot. Also ist 30 Jahre alt. Wenn du mit den Indianern sprichst, wenn du dich mit den Indianern anfreundest, dann kommt die Funai und redet den Indios was ein. Uns sagen sie, die Indios wären niemals unsere Freunde. Das haben sie zu uns gesagt. Sie sind niemals unsere Freunde. Wenn sie uns zu fassen kriegen, bringen sie uns um. Den Indios sagen die von der Funai, die Goldsucher taugen nichts. Wir würden sie mit Krankheiten anstecken, mit sonst was anstecken, wissen sie? Stimmt aber alles überhaupt nicht, was die Funai denen erzählt. Es ist nur so, ein Indianer tut, was man ihm sagt. Wenn man zu ihm sagt, bring den da um, dann bringt er ihn um. Ja. Und so werden Menschengruppen gegeneinander ausgespielt. Legale Schürfstellen, Garimpos genannt, sind noch übrig geblieben. Dort, wo keine Indianer leben. Bobo will nach seinem großen Fund vom vergangenen Jahr nichts mehr riskieren und hält sich an das Reservatsverbot. Reich wird er dabei nicht. Das ist so, als ob du in der Lotterie spielst, 10 bis 15 Mal, und du gewinnst nichts. Du arbeitest ein ganzes Jahr umsonst und in ein paar Tagen, 10 Tagen, verdienst du was. Nicht viel, aber es reicht zum Überleben. Hier gibt es nur wenig Gold. Wir kommen hierher, weil wir in der Stadt keine Arbeit finden. Irgendwas muss man ja machen. Und dann kommen wir hierher. Viel kann man hier nicht verdienen.
In der Stadt ist der Lohn 9000 Cruzeiros, also 90 Dollar. Im Urwald wirst du von den Behörden verfolgt. Und hier bekommst du nicht genug, um deine Familie da draußen zu ernähren. Es ist schwierig, hier 100 Dollar im Monat rauszuholen. Brutto, versteht sich. Nicht etwa netto. Brutto. Ich war schon im Reservat, aber man kann da nicht mehr hin. Man wird verfolgt wie ein Bandit. Was soll's, das ist halt so in Brasilien. Den Banditen passiert nichts, aber wenn man arbeitet, wird man verfolgt. Nach dem abrupten Ende des Goldrausches stirbt auch Boa Vistas Kleingewerbe in Sachen Edelmetall. 30 Läden waren es früher, heute nicht mal mehr ein Drittel. Dabei ist an Gold eigentlich kein Mangel. Diese alten Gebiete sind schon ziemlich ausgebeutet. Deshalb muss man in diesen alten Gebieten mit Maschinen arbeiten. Und nicht jeder Goldsucher verfügt über genügend Kapital, um mit Maschinen zu arbeiten. Im Indianergebiet liegt das Gold noch an der Oberfläche. Einen halben Meter unter der Erdoberfläche wurde Gold gefunden. Deshalb gehen die Goldsucher in dieses Gebiet, ins Eingeborenengebiet. Da ist es einfacher. Daí o fato então do garimpeiro procurar essa outra área, essa área indígena, porque é mais fácil. Realmente a área aqui, os limites da área, nós temos postos. An der Grenze dieses Gebietes haben wir zwar Posten, alle diese Posten hier, aber natürlich können die Goldsucher zu Fuß in das Gebiet. Die Flüsse sind allerdings versperrt. Das Problem sind auch die Flugzeuge. Einige Goldsucher schaffen es trotz der Überwachung durch das Luftfahrtministerium. Sie werden aus der Luft abgesetzt und versorgt. Es werden heimlich Landepisten gebaut. Doch die Überwachungsmaßnahmen seitens des Luftfahrtministeriums werden greifen. Es wurde ein Radarsystem installiert. Das Ministerium kann Ihnen darüber nähere Auskunft geben. Wir sind sicher, dass wir die Lage sehr bald schon vollkommen unter Kontrolle haben. Und dann können die Goldsucher nicht mehr in das Yanomami-Gebiet zurückkommen. Ja, schön wäre. Noch unbeliebter als die Indianerschutzbehörde ist in Boa Vista der katholische Geistliche des Ortes, ein italienischer Priester. Er gilt als Hardliner in Sachen Indianerschutz. Die Quittung, diverse Morddrohungen und eine weitgehende Isolation von der örtlichen Geschäftswelt. Auch die staatlichen Organe hält der Mann aus Europa allesamt für Heuchler. Immerhin schürfen noch 3000 Garimperos im Gebiet der Yanomami. Er ist. Die Regierung ist dafür, dass die Großgrundbesitzer und Goldsucher im Gebiet bleiben und dafür, das Gebiet der Yanomami zu verkleinern. Erstens, weil sie bei der Wahl Stimmen bekommt, zweitens, weil dort Gold gefunden wird und die Goldsucher den Behörden Geld für ihren Schutz bezahlen. Daher hat die Regierung sowohl politisch wie wirtschaftlich gesehen Vorteile. Ja, Molgo. Mit den Großgrundbesitzern ist es genauso. Auch sie haben ein Interesse an den Unruhen in dem Yanomami-Gebiet. Denn solange sie andauern, wird das Gebiet Raposa Serra do Sol nicht demarkiert. Und wenn es gelingt, das Yanomami-Reservat aufzuheben, ist das auch für sie sicherer. Raposa Serra do Sol, angestammtes Heimatland der Großgrundbesitzer, genannt Fazenderos. Mehr als 35.000 Quadratkilometer groß. Auch hier will die Bundesregierung in Brasilia ab Oktober ein Indianerreservat einrichten. Für die 350 Fazenderos der Region würde das bedeuten, sie müssten ihr Land verlassen, die Rinderzucht woanders betreiben. Doch noch weiß keiner wo. Kein Wunder, dass nach dem Massaker an den Yanomami Gerüchte aufkamen, die Farmer hätten ein blutiges Zeichen in Sachen Indianerpolitik setzen wollen. Natürlich. Ja. Das Klima hier in der Raposa Serra do Sol ist gespannt. Wir sind äußerst nervös, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das hier ist unser Gebiet. Bisher ist es noch kein Reservat, es soll aber eins werden. Bisher ist noch nichts entschieden. Die Untersuchungen laufen noch. Wir Großgrundbesitzer werden kämpfen. Ein unverantwortlich handelnder Vorsitzender der FUNAI und eine persona non grata, der Bischof von Don Aldo Monciano, werden es nicht schaffen, dass wir friedlich das Feld räumen. Wir haben hier unsere Geschichte,
Hier liegen die Arbeit und Mühen unserer Vorfahren, meiner Großeltern und Urgroßeltern, die alle gekämpft haben, damit wir später mit dem, was sie errungen haben, einmal überleben können. Und diesen Grundbesitz möchte ich an meine Kinder, Enkel und Urenkel weitergeben. Deshalb werden wir das hier nicht, wie die sich das vorstellen, kampflos und mit Handkuss übergeben. Wir werden mit allen nur erdenklichen Mitteln bis zum Letzten um den Erhalt unseres Besitzes, unserer Fazendas, kämpfen. Unterstützung erhalten die Farmer von der Landesregierung in Boa Vista. Hier hält man die Aktion Indianerreservat für einen Propagandatrick aus Brasilia, wer schießt jetzt den Vogel um das Image des Landes weltweit aufzumöbeln. Wenn es nach uns ginge, dann würden nicht gleich ganze Regionen als Reservate ausgewiesen, sondern nur einzelne Gebiete. Wenn die Serra do Sol tatsächlich demarkiert wird, dann sind 70% unseres Staates Indianergebiet. Aber den Indianern wird es dort schlecht gehen. Denn das wäre ja ein Reservat wie das der Javantes oder der Yanomami. Wer wird sie dort erhalten? Wer wird sich um ihre Gesundheit kümmern? Wenn sie von einer Schlange gebissen werden, wer holt sie dann mit dem Flugzeug? Wenn die Zeit der Aussaat kommt, wer gibt ihnen dann Saatgut? Wer gibt ihnen Düngemittel, einen Traktor, Zement? Wer wird ihren Kindern lesen und Schreiben beibringen? Dieses ekelhafte Grinsen dabei, ne? Wir haben Bücher in der Makushi-Sprache drucken und verteilen lassen, damit ihre Sprache nicht in Vergessenheit gerät. Wird das dann die Funai machen? Ich glaube kaum. Nicht sehr wahrscheinlich aber auch, dass die bislang ursprünglich lebenden Yanomami-Indianer plötzlich den Wunsch verspüren, nach den Riten ihrer Kolonialherren zu leben, mit Schulerziehung, Häusern aus Stein und allem, was dazugehört. Eine großzügige Reservierung jedenfalls hat für die Regierung in Brasilia militärisch und geopolitisch nur Vorteile. Das umstrittene Gebiet liegt an der Grenze zu Venezuela und birgt unermessliche Bodenschätze. Dieser Kampf wird weitergehen, er wird weitergehen, wenn sie nicht aufhören, unser Volk zu töten. Der Kampf wird nur aufhören, wenn sie sich nicht mehr ständig bei uns einmischen. Wenn sie weitermachen, müssen wir uns wehren. Man muss uns schützen. Wir Yanomami sind Menschen und keine Vögel. Wir Yanomami sind keine Tiere. Wir Yanomami sind Menschen. Derweil hat die brasilianische Regierung nur ein Problem. Liegt der Tatort nun in Venezuela oder doch im eigenen Land? Ja. Schwierig. So, das dazu. Ein aktueller Fall vom 29. April aus diesem Jahr zeigt, dass die blutigen und tödlichen Angriffe auf die Yanomami nicht aufhören. Dabei wurde das Dorf Uxiu oder Uxiu von mehreren schwer bewaffneten und maskierten Goldgräbern angegriffen. Sie drangen mit Motorbooten in das Dorf ein und eröffneten das Feuer. Dabei starben drei Yanomami, unter anderem ein indigener Gesundheitshelfer, Ilson Shiriana, der dann einer Kopfschussverletzung erlag. Im Guardian-Bericht, den ich da markiert habe, heißt es: In a statement, the Police Federal, also die Bundespolizei, said its officers were attacked by heavily armed gunmen as their helicopters attempt to land. Police returned fire and hit the four shooters who succumbed to their injuries. Added the statement, which said police had recovered an arsenal, including one assault rifle, three pistols, seven shotguns and two laser sights. The Environment Ministry said there were suspicions the mine was run by a criminal organization understood to be the First Capital Command.
a São Paulo-born prison gang that has become one of South America's most powerful Mafia groups. Genau, in dem Artikel heißt es eben, dass es Menschen waren, die an illegalen Goldraubbauaktivitäten teilnehmen wollten. Tja, doch warum ist das Gold eigentlich so wertvoll und gerade in Brasilien von großem Interesse, könnte man sich jetzt fragen. Dazu schauen wir uns dann die Preisentwicklung mal auf dem internationalen Markt an. Und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Und zwar haben wir hier zwei Grafiken. In der linken Grafik ist auf der X-Achse, ich muss mal hier vielleicht den Cursor, Zeigeoption, Laserpointer, sieht man das? Ja, das sieht man jetzt, ne? Genau. Auf der X-Achse haben wir die Jahreszahlen von 85 bis 2022 aufgetragen. Auf der Y-Achse haben wir den Goldpreis in US-Dollar pro Unze. Dabei entsprechen 35,3 Unzen ungefähr einem Kilogramm. Ne? Nur um das mal so eine Vorstellung zu haben. So, wir erkennen letztlich auf jeden Fall einen Anstieg des Graphen. Besondere Peaks sind dann eben 2008, also hier schon mal, dann 2012 oder 2010 bis 12 und dann eben hier ab 2020. Genau, also woraus könnten denn die Peaks sich denn jetzt ergeben haben? Was ist denn da jetzt eure Vermutung? Also 2008 gab es ja ein großes Ereignis, woraus dann sich eigentlich dieser Peak hier eben auch aus wirtschaftlicher Sicht begründet. Hatte einer von euch vielleicht einen kleinen Guess an der Stelle? WM ist auch richtig. Ja, sehr gut. Bankenkrise USA. Richtig, richtig, richtig. Genau. Also, ich löse es auf. 2008, Lehman Brothers. Die Pandemie und eben dann auch seine Auswirkungen plus mute. Okay, sorry, wer da. Was habt ihr gehört? Was war das Letzte, was ihr gehört habt? Ab Lehman, okay. Also 2008, die Lehman Brothers Geschichte. Ja, okay, danke. Die Lehman Brothers Geschichte 2010 bis 12, globale Finanzkrise und Eurokrise. Und dann 2019 die Pandemie und eben die Auswirkungen halt davon. Ne? Und jetzt können wir uns die rechte Grafik einmal anschauen. Da ist die linke Grafik mit implementiert, also nicht die Grafik, sondern der Graph. Und soll die Korrelation zwischen der Ausbreitung des Bergbaugebietes und dem Goldpreis aufzeigen. Also auf der X-Achse haben wir wieder die Jahreszahlen angegeben und die Y-Achse ist nun einmal doppelt aufgetragen. Wir haben hier auf der rechten Seite den erneut den Goldpreis pro Unze und die linke Y-Achse hingegen haben wir die Fläche pro Hektar aufgetragen. Ich möchte verantwortliche Menschen sehr, sehr hart schütteln in Minecraft. Ja. Okay, was sagt uns denn jetzt Hektar? Das ist ja irgendwie auch so eine Einheit, mit denen, ja, da haben also ich zumindest eigentlich keinen Bezug zu. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter und 100 Hektar sind ein Quadratkilometer. Genau, und wie nur ist das schon richtig schreibt, 10.000 Quadratmeter. Umrechnungsfaktor. Also, das ist ein Fußballfeld. Ja, so kann man das vielleicht auch sagen. Genau, und
ja, wir sehen dann halt, also zur Einordnung können wir uns mal diese 100.000 Hektar Marke mal setzen und hier mal rüberziehen. Also 100.000 Hektar ist, ja, wenn wir uns Berlin vorstellen, Berlin hat eine Fläche von 89.000 Hektar und Hongkong hat 111.000 Hektar, also irgendwo dazwischen. Und wenn ihr schon mal in Berlin wart oder so und damals zu Fuß unterwegs gewesen seid, dann wisst ihr, habt ihr, glaube ich, eine große Einschätzung, wie riesig das einfach ist. Genau. Und ja, die Balkendiagramme unterteilen sich dabei dann eben in zwei verschiedene Farben. Einmal blau, das ist dann der obere Punkt oder ist der obere aufgetragene Balken auf dem grünen Balken. Genau, und der blaue steht für die legalen industriellen Abbaugebiete und die grünen Balken stehen für die illegalen. Ja, und da sieht man halt leicht, ne, dass die illegalen Gebiete deutlich die der legalen übertreffen. Ja, und genau, jetzt stellen wir uns nun die Frage, was die genauen Gründe für die Expansion der Abbaugebiete sein können. Und dazu wissen wir, dass es verschiedene Gründe gibt, genau. Einmal, jetzt muss ich hier wieder draufklicken, einen makroökonomischen Aspekt. Das bedeutet also, es gibt eine Verbindung zwischen Garimpo-Aktivitäten und den Schwankungen im internationalen Goldpreis sowie die Anziehungskraft auf Arbeitskräfte in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Dann gibt es den regulatorischen Aspekt. Hier werden die Goldabbauaktivitäten durch institutionelle und regulatorische Schwächen in der brasilianischen Verwaltung ausgenutzt, weil diese mangelnde Kontrolle über die Goldproduktion und auch die Goldvermarktung sowie unzureichende Gesetzgebungen, die dem entgegenwirken könnten, haben. Dann haben wir den politischen Aspekt. Es gibt Anfälligkeiten der erkundeten Gebiete für die Regierungspolitik. Und Gary was? Ach so, Entschuldigung. Gary, was habe ich gesagt? Der Garimpo-Aktivität. Also Garimpo ist halt die illegalen Goldgräberstätten. Genau. Der politische Aspekt, starke Garimpo- und Bergbaulobby, ne? Also die haben Anfälligkeit der erkundeten Gebiete für Regierungspolitik und Einfluss der Garimpo- und Bergbaulobby, insbesondere in Bezug auf Umweltaufsicht und der FUNAI-Übernahme. Bedeutet also, dass sowohl in der Umweltaufsicht in Brasilien als auch bei der FUNAI Menschen integriert worden sind, die im Interesse von Bergbaufirmen ein Auge zudrücken oder auch eben bei illegalen Bergbauaktivitäten dann mal wegschauen. Genau. Und schließlich bleibt dann noch der technologische und soziologische Aspekt. Es gibt viele Veränderungen im Garimpo, also in den illegalen Goldgräberstätten, in denen in den letzten Jahrzehnten einschließlich der zunehmenden Mechanisierung und einer größeren Schichtung der daran beteiligten Gruppen. Also selbst Yanomami fangen an, illegal Gold abzubauen. Ne? Das ist wirklich eine wilde Sache. Wenn ihr übrigens Fragen habt, ne, zu irgendwelchen Ausdrücken, schreibt das sofort rein. Dass wir da sofort intervenieren können, ne, und das aufklären können. Genau. Und jetzt ist eigentlich so der Punkt erreicht, wo wir uns ganz genau anschauen sollten, wie das Gold denn überhaupt aus so einer illegalen Mine in Umlauf kommt. Ne? Und da stellen wir uns dann ein paar Fragen, und zwar: Wer kann das Gold von einem Bergbaustandort transportieren? Und das sind dann eben einmal der Bergmann und seine PartnerInnen, also das sind dann
befugte Personen, die an der Gewinnung von Gold und deren Ergebnissen teilnehmen und auch Mitglieder der Produktionskette, also sowohl FlugzeugpilotInnen, HändlerInnen und eben andere oder eben ihre jeweiligen VertreterInnen. Hierfür ist lediglich eine Genehmigung der Inhaberin der Garimpera-Minenlizenz, also der PLG, mit der Nummer, der Gültigkeit und dem Standort des Titels erforderlich. Dann die Frage, wohin kann das Gold aus dem Garimpo gehen? Das Gold kann nur innerhalb der goldproduzierten Region transportiert werden, in der es produziert wurde. Das heißt, die PLG, jetzt brauche ich hier einmal kurz meinen Zettel, hoppala, da, die PLG, also das ist dann quasi diese legale Mine, aus der das Gold dann stammt, muss dann eben in derselben Region sein, also wie sich der Posten befindet, an denen es dann verkauft wird, ne? Und dann kommt die Frage, wer kann aus dem Garimpo kaufen? Das sind dann Gold aus den Garimpos, kann nur an Finanzinstitute verkauft werden, die von der Zentralbank autorisiert sind. Und die nennt sich DTVM, also das ist dann die Distribuidoras de Titoles e Valores Mobiliarios. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber ja. Genau, die erwerben nämlich dann das Gold von den legalen Minen und trotz dieses des ersten Kaufs, der ausschließlich den dieser Zentralbank vorbehalten ist, gibt es kommerzielle Unternehmen, die illegal und direkt aus der illegalen Mine Gold erwerben. So, und dann ist die Frage, was garantiert, dass das gekaufte Gold eine illegale Herkunft hat? Ja, und da ist dann halt der witzige Punkt, in Anführungszeichen. Es gibt keine Mechanismen, die die Legalität der Herkunft garantieren. Sie wird einfach angenommen. So, und bei der legalen Mine, also nee, beim PCO, also dem Finanzinstitut, was aus einer legalen Mine das Gold kauft, legt der Verkäufer nur eben seine persönlichen Dokumente vor und gibt an, aus welcher legalen Mine das Gold dann stammt. Und es liegt in der Verantwortung des Verkäufers, wahrheitsgemäße Informationen zu liefern, während der Käufer durch die Vermutung des guten Glaubens geschützt ist. Ja, lol, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann, letztendlich der schwächste Punkt in der Kette. Es macht es einfacher, die illegale Herkunft zu verbergen, indem es einer legalen Mine zugeschrieben wird, die sich in einem legalen Garimpera-Aktivitätsbereich befindet. Ja, klappt bestimmt super, genau. Und zum Zeitpunkt des ersten Kaufs muss diese Zentralbank eben eine Kaufrechnung ausstellen und den Verkäufer und diese legale Mine registrieren. Und diese Rechnung ist dann eben auch noch nicht elektronisch. Das ist alles dann per Hand geschrieben. Und da so ein Zettel kann dann ja auch mal schnell wegkommen. Weiß ich nicht, ob sowas passiert. Ein Schelm, wer Böses denkt, ne? Und ja, es liegt dann eben in der Verantwortung der Zentralbank, den finanziellen Beitrag für die Ausbeutung mineralischer Ressourcen, den Beitrag dann dafür zu erheben, ne? Also da kann dann ja auch noch mal was irgendwo unter den Teppich fallen oder so. Schwierig. Schwierig, ne? Und ab dann, um es dann quasi zu vollführen, nach dem Kauf durch die PCO, also durch die durch dieses Finanzinstitut, was erst aus der legalen Mine kauft und es dann an die Zentralbank weiterverkauft, kann das Gold entweder an der Börse gelagert, in Barren gehandelt oder eben exportiert werden. Ja, so, und jetzt gehen wir in Brasiliens Goldexport. Wir gehen rein. So, wenn wir uns jetzt den Goldexport anschauen, stellen wir fest,
dass sich die Ausfuhr hier deutlich erhöht hat. Also, wir haben hier wieder ein Balkendiagramm, ne? Export of Gold from Brazil aus dem Jahr 2015 bis 2021, gerechnet in Billion US-Dollar. Also Milliarden sind das dann, ne? Auf der X-Achse haben wir die Jahreszahlen, auf der Y-Achse eben den Export in Milliarden US-Dollar. 2018 sehen wir, dass es noch 2,81 waren. 2019 ging das schon höher auf 3,6 und 2021 auf 5,29. Schmeckt, Monkastongs. Und jetzt wird es natürlich spannend. Was ist denn 2019 passiert? 2019 ist ein Faschist an die Macht gekommen, Jair Bolsonaro, wir haben ihn alle schon mal, glaube ich, gehört, gelesen, gesehen, der dann meinte, geht einfach mal in den Urwald und holt euch euer Gold, nehmt euch das, was euch zusteht, und macht mit den Leuten, was ihr wollt. Die wiedergegeben. Ja. Aber es wird natürlich klar. Mach ich wieder nicht. Okay. Alles klar. Hallo, hallo. Okay, macht, was ihr wollt. Geht wieder. Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank. Genau. Also macht, was ihr wollt. Zieht los. Die indigenen Menschen, die in dem Urwald leben, gelten als vogelfrei. Wenn die euch im Weg stehen, macht mit denen, was ihr wollt. Es ist völlig egal. Ja, der Markt ist frei. So nach dem Motto. Ja, und das spiegelt sich dann natürlich hier im Verlauf dann deutlich wieder, ne? Von 2018 mit 2,81 in Kombi mit dieser Aussage von Bolsonaro plus eben dann die Corona-Krise mit dazu. Ja, ganz, ganz schwierig. Ne? Und jetzt ist es nochmal spannend. Jetzt gucken wir uns die globale Verwendung von Gold oder von Golderzeugnissen an. Hier sehen wir auch wieder ein Balkendiagramm, was in vier wo Gold und Golderzeugnisse in vier Punkte, sage ich jetzt mal, oder Kategorien eingetragen sind. Hier einmal in metrischen Tonnen gerechnet. Aus dem Jahr 2021, das war leider das aktuellste, was ich gefunden habe. Ja, und da sehen wir halt, dass 56% einfach in den Schmuck gehen. So. Dann haben wir 25% in Investment, also das bedeutet, dass das Wertanlagen in Form von Goldmünzen, Barren zur Absicherung und Werterhaltung von Kapitalanlagen sind und ja, Inflation und Deflation dadurch dann gesteuert werden. Dann haben wir Zentralbanken mit 11%, das sind dann eben Wertaufbereitungsmittel, also der Umfang dieser ist allerdings komplett rückläufig. Ich glaube, das größte Golddepot besitzt die Fed in New York und auch, ich glaube, in Fort Knox müsste das auch sein, also irgendwie so um die 3% oder so, müsste man nochmal genau nachschauen. Ja, und dann haben wir noch hier 8%, den kleinsten Anteil, das macht Technologie aus, ne? Also Elektronik, Medizin, ein Handy zum Beispiel beinhaltet, grob 50 Milligramm Gold, was ungefähr 2,82 Dollar entspricht, laut dem Stand aus dem November 2022. Ne? So, und ich habe jetzt auch noch eine Grafik gefunden, die den Export von Gold aus Brasilien wiedergibt. Allerdings ist das dann im internationalen Vergleich schwierig einzuordnen, da die Angaben für den Export nicht alleine auf das rohe Material zurückzuführen sind, sondern es kann genauso gut dann eben schon ein Zwischenprodukt sein oder auch dann eben ein Endprodukt, ne? Also Goldbarren oder halt eben auch Schmuck oder keine Ahnung, Handys, I don't know, ja. So,
sonstige Sachen, ne? Das Gold muss funkeln. Genau. Und hier haben wir, habe ich mal ein Beispiel, als Beispiel zur Verdeutlichung, wie die illegalen, wie der illegale Goldraubbau in einem Gebiet. Hier ist das jetzt Kayanau, in diesem indigenen Reservat aussieht. Und auf der Karte sind dann eben verschiedene Punkte auch eingezeichnet, ne? Also für die Communities, also die Dörfer, haben wir hier diese schwarzen Punkte. Dann haben wir Gesundheitsposten hier, das ist dann der große schwarze Punkt mit einem weißen Kreuz drin. Dann haben wir legale Landebahnen, das sind dann die schwarzen Flugzeuge. Also hier haben wir eine, hier, hier und hier und da auch. Sind also relativ weit auseinander. Genau, und dann haben wir illegale Landebahnen, das sind dann eben die gelben Flugzeuge, die sind hier natürlich schon relativ nah aneinander. Und dann haben wir diese aktuelle und eben aus dem Jahr 1988 bis 91 degradierte oder zerstörte Gebiete durch illegalen Abbau, ne, angegeben. Und ja, man erkennt halt eben, dass sich diese illegalen Abbaugebiete stets an Flüssen orientieren, ne? Und für weitere Karten würde ich dann einfach hier auf G6, das ist dann das Dokument Shavara Tracing the Deadly Path of COVID-19 and Government Negligence in the Yanomami Territory verweisen. Ne? Also da gibt es dann für jedes Gebiet sozusagen eine eigene Karte, eigene Analyse, aber das dann nur mal nur so aufgezeigt, ne? Was man da finden kann. Genau. Und ja, wegen der Bergbauaktivität kommen die Yanomami unweigerlich dann eben in Kontakt mit Menschen aus der Zivilisation, ne? Zivilisation. Diese Menschen bringen dann eben Krankheiten wie Malaria oder auch dann Corona mit sich, ne? Hier haben wir jetzt eine Karte von 2020. Die Yanomami, da Yanomami ein ganz anderes Immunsystem haben und in den seltensten Fällen ungeimpft sind, enden solche Begegnungen oft tödlich. Logisch. Auf dieser Karte sehen wir dann das Reservat der Yanomami, eingeteilt nach Regionen. Je dunkler die rote Färbung ist, umso höher sind die bestätigten Fälle an Corona-Infektionen. Ne? Genau. Und dann gibt es hier noch diese auf den Kopf gestellten Dreiecke. Diese schwarzen sind dann die Confirmed Death und die orangenen oder gelben sind dann die Suspected, also die angenommenen Fälle. Genau. Und das kann man sich dann einfach dann auch mal so auf sich wirken lassen. Ne? Und da kann man, wenn man sich das dann da auch noch mal weiter durchschauen will, hier auf Quelle G7, das ist dann in dem gleichen Dokument zu finden wie die andere Grafik. Ne? Und das nur mal als Übersicht. Ne? Und das fand ich jetzt auch noch mal erwähnenswert, wenn wir uns diese Covid-19-Verläufe anschauen, auch aus dem Jahr 2020 jeweils. In der linken Grafik haben wir eben vier Gruppen von Indigenen, also das ist jetzt dann eben nicht nur auf die Yanomami bezogen, sondern auch die Yekwana, also eben ein anderes indigenes Volk, was dort eben auch lebt. Und das ist dann eben je nach Lebensraum aufgeteilt, ne? Also diese Lebensräume gliedern sich dann eben einmal in das Yanomami-Indigenen-Reservat, das ist dann diese, okay, danke. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Die rote Kurve, wo war ich jetzt? Die Lebensräume gliedern sich ins Yanomami-Indigenen-Reservat ein. Das ist dann der rote Graph. Okay, liegt das an mir oder liegt das an dir? Oder seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Ich habe hier eigentlich. Höre dich? Gar keine Probleme? Okay. Da liegt's. Vielleicht mal refreshen, die Seite. Do it. Ja, ich kriege hier schon wieder Anweisungen aus der Regie. Alles klar, ich bedanke mich. Danke.
noch so viele Leute da. Alles klar, cool. Keinen verloren. genau, auf der, ich fange nochmal an. Also, diese Lebensräume gliedern sich einmal in das Yanomami-Indigenenreservat. Das ist die rote Kurve. Liebe Grüße an die Regie, genau. Dann in städtische Zentren, ne? Dann haben wir, das ist dann hier diese blaue Kurve. Das ist dann die hier am Ende auf der 69 endet. Dann in Gesundheitszentren, das ist dann die schwarze Linie. Und dann eben noch in anderen, ne? Also das ist dann hier Under Investigation. Bin ich ehrlich, weiß ich tatsächlich nicht so richtig, was das zu bedeuten hat. Genau. Und das sind aber alles Fälle von Menschen, die eben zu den Indigenen, zu den Indigenen Yanomami oder auch zu den Yequana gehören. Ne? Und auf der rechten Grafik sind quasi hier alle Fälle aufsummiert und in diesem roten Graph eingetragen. Und da wird dann eben der mit Menschen aus eben nicht-indigenen Gebieten verglichen. Ne? Also das ist dann hier dieser schwarze Graph. Das sind dann diese DSEY Healthcare Worker Cases. Ne? Also das sind dann die Healthcare Worker sozusagen. Ne? Und die sind im Vergleich zu den Yanomami und eben Yequana viel weniger von Covid betroffen. Was natürlich irgendwo logisch ist, weil in diesen Gesundheitsposten sind nun mal weniger Menschen unterwegs als eben in einem Gesamtgebiet. Ne? Aber das dann nur mal so als kleiner Vergleich. Ne? So, und dann können wir uns wieder ein bisschen zurücklehnen. Jetzt können wir mal wieder einen Spiegelbeitrag uns angucken. Genau, das ist dann die Pandemie im Urwald, Volk der Yanomami bedroht. Und ja, ihr seht hier schon indigene Menschen mit einer Corona-Maske. Das macht dann halt da auch nicht Vorhalt. Ne? Jetzt muss ich mal wieder hier gerade die Szene wechseln auf Reaction. Profi-Streamer. Gut, okay. So habe ich hier, das kann ich zur Seite legen. Jetzt muss ich mal schauen. Ab 8 Sekunden muss ich blurren. Gut, let's go. Yanomami-Krieger. Hallo? Jetzt geht's wieder. Okay. Diese Focusrite-Box ist irgendwie, hat einen Schlag weg. Sorry. Yanomami-Krieger mit Maske. Ein surreales Bild. Den Mundschutz haben sie von Armeesoldaten bekommen. Auch das größte isoliert lebende Volk Südamerikas ist von der Corona-Pandemie betroffen. Ich lese euch das mal vor, weil ich jetzt wieder leider blurren muss. Die brasilianische Regierung hat mit anderen Staaten alles unternommen, das Virus in indigenen Völkern zu bekämpfen. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder kommen aus den Reservaten in das eingerichtete Lager, um sich untersuchen zu lassen. Ja. Sie werden mit Schutzausrüstung und Medikamenten versorgt. Der Umgang mit den Masken für viele noch schwierig. Nach Angaben des Gesundheitsdienstes sind unter den verschiedenen Stämmen im Amazonasgebiet bereits mehr als 400 Ureinwohner an Covid-19 gestorben. Rund 10.000 Menschen hätten sich bereits infiziert. Die Yanomami lassen die Untersuchungen scheinbar seelenruhig über sich ergehen. Anfangs waren sie skeptisch. Quando a gente chega, eles ficam meio receosos, te observam meio de longe. Aí a gente vai ganhando a confiança e aí com isso todos vão se aproximando e acaba
correndo bem. Aí eles acabam gostando. Tem sido bem gratificante. Vermutet wird, dass Goldsucher das Virus in die Reservate eingeschleppt haben. Indigene Führer appellierten am Mittwoch an die Regierung, die isolierten Stämme zu schützen, indem sie Fremde wie Wilderer, Holzfäller oder Bergarbeiter aus der Region ausweisen. So, das ist korrekt. So, das und das. Wieder auf dahin gehen, das mache ich kleiner. Jo, wuppala, genau. Und ja, dann würde ich jetzt hier einmal die Malaria-Verläufe noch einmal kurz zeigen. Hier haben wir noch 4 Grafiken aus verschiedenen Regionen eben aufgetragen, ne? Also das hier ist der Name der Region oder sind die Namen der Regionen. Und ja, auf der X-Achse sind jeweils die Jahreszahlen angegeben, ne? Also hier von 2003 bis 2020 jeweils. Und auf der Y-Achse eben die bestätigten Fälle von 0 bis 3000 teilt sogar. Und ja, wir sehen halt hier, ne, 2008 bis 12, ne, korreliert das natürlich mit der Nachfrage nach Gold überall. Also Finanzkrise ist halt das Thema, ne? Und dann hier 2018, 19 durch Bolsonaro, ne, als er dann gesagt hat, holt euch das Gold, stiegen natürlich jetzt nicht nur die Corona-Fallzahlen an, sondern halt eben auch die Malaria-Ausbrüche, ne? Das dann einfach nur zum vollständigen Verlauf, ne? Also die unterschiedlichen bunten Graphen repräsentieren dann eben die Fälle aus den verschiedenen Dörfern bzw. Communities, ne? Genau. So, und jetzt Hilfe vom Staat oder von staatlicher Seite. Ja. Ich würde, glaube ich, jetzt hier einmal eine kurze Pause machen. Wir sind auf jeden Fall schon über der Hälfte, aber müsste zumindest einmal kurz austreten und dann können wir hier dann einfach gleich weitermachen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich schicke euch dann einfach hier mal kurz in den Be Right Back Screen. Und ihr stellt nichts an, bitte. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Kann ich hier Musik machen? Ich mache euch Hans Zimmer an, wenn das geht. Geht nicht. Garstig. Vielleicht muss ich das mal so machen. Ja, so, Spotify. Ach so, das geht auch nicht. Ich weiß auch, warum das nicht geht. Muss auch Spotify auch anmachen. Ah ja, so. Gut, bis gleich.
Hans Zimmer und dazu ein brennender Porsche. Großartig. So, sind wir alle wieder vollzählig. Sie. Okay. Gut, 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 gut. Sehr gut. Ja, machen wir weiter. Hilfe von staatlicher Seite. FUNAI. Was ist die FUNAI? Die FUNAI steht für Fundação Nacional do Índio und ja, es ist eine brasilianische staatliche Institution zum Schutz und zur Unterstützung indigener Völker. Hatten wir wahrscheinlich alle schon mitbekommen, ne? Das Hauptziel dieser ist die Förderung der Rechte und des Wohlergehens indigener Gemeinschaften in Brasilien. Die Aufgabe der FUNAI ist Schutz des Landes und der territorialen Integrität indigener Völker. Bekämpfung illegaler Aktivitäten wie Bergbau, illegale Besiedlungen und Holzfällerei. Unterstützung von Projekten zur Förderung von Gesundheit, Bildung und kulturellem Erbe. Anerkennung der einzigartigen Kultur und Lebensweise indigener Völker. So weit, so gut. Ja, allerdings, Kritik immer gern gesehen. Kritik an der FUNAI, ne? Kritik an ihrer Effektivität und der Ressourcenausnutzung, ne? Also, ja, wir hatten das ja eben schon mal gesagt, ne? Dass durch die Bergbaulobby und auch durch die illegalen Bergbaulobby, im Grunde ein großer Sumpf sozusagen, haben wir ja Korruption in allen Behörden und auch gerade durch die Bolsonaro-Regierung wurde das natürlich enorm nach oben gepusht, ne? Sodass wir da halt eben wirklich eine mangelnde Effektivität haben und auch die FUNAI an sich auch komplett eingespart worden ist, ne? Es wurden halt Leute entlassen plus neue Leute wieder hinzugefügt, die dann eben infolgedessen die Interessen von Lobbyverbänden durchdrücken wollen. Ne? Genau, und mangelnde politische Unterstützung und Ressourcen für den angemessenen Schutz indigener Völker, das beinhaltet das ja quasi, ne? Berichte über zunehmende Bedrohung und Gewalt gegen indigene Gemeinschaften, also auch von der Seite, von der FUNAI-Seite, ne? Die dann auch eben tatsächlich dann, ja, PolizistInnen dann dahin schicken und die dann sich auch einfach mit den illegalen Garimpeiros auf eine Seite stellen und das dann versuchen, unter den Teppich zu kehren, ne? Und ja, Herausforderungen bei der Bewältigung illegaler Aktivitäten in indigenen Gebieten. Genau. Und ja, zur Gesamtbewertung könnte man halt eben sagen, die FUNAI spielt eben eine wichtige Rolle beim Schutz der Rechte indigener Völker in Brasilien. Die Verbesserungen bezüglich der Effektivität und Ressourcenbereitstellung sind nötig. Dazu aber eben später nochmal mehr. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Ich sag dann aber nochmal Bescheid. Genau. Und dann gibt es noch die PF, also die Polícia Federal, also die brasilianische Bundespolizei, die ist eben zuständig für die Bekämpfung von Verbrechen auf Bundesebene und den Schutz der nationalen Sicherheit. Die Aufgabe, deren Aufgaben beinhalten eben umfangreiche Kompetenzen haben in der Strafverfolgung, darunter Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche, Drogenhandel und organisierter Kriminalität, Durchsetzung des Rechtsstaatprinzips, und Schutz der nationalen Sicherheit, Zusammenarbeit mit internationalen Behörden zur grenzüberschreitenden Verbrechungsbekämpfung. Also gerade wenn wir dann auch an Venezuela denken, dort findet das dann ja auch statt und das wurde ja auch in dieser einen Spiegel-Dokumentation ja gesagt, dass sich irgendwie keiner zuständig fühlt. Es ist 13.12 Uhr, genau. Fähigkeiten zur Durchführung von Razzien, Festnahmen und Beschlagnahmungen, ne? So, und auch da gibt es natürlich Kritik. Es gibt wieder Berichte über Korruptionsvorwürfe und interne Missstände
Wer hätte das gedacht? Mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen zur Bewältigung der zunehmenden Verbrechensbekämpfungsausgaben, also auch die wurde komplett kaputt gespart. Kritik an Verletzungen von Menschenrechten und übermäßigen Gewaltanwendungen in einigen Fällen. Quasi das gleiche wie bei der FUNAI. Und die, es gibt eben Herausforderungen bei der Bewältigung der komplexen und weit verbreiteten Kriminalität in Brasilien. Klar. So, Gesamtbewertung. Die PF spielt eben eine wichtige Rolle in der Bekämpfung von Verbrechen auf Bundesebene und dem Schutz der nationalen Sicherheit in Brasilien. Ja, klingt schön. Und so weiter. Verbesserungen bezüglich der Effektivität und Ressourcenbereitstellung sind nötig. Dazu aber auch später mehr. So, und jetzt, weil das ja noch nicht genug Propaganda war, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was die BBC herausgefunden hat. Das ist nämlich jetzt eine Dokumentation, die relativ neu ist. Durch den Machtwechsel von Lula, also ist jetzt eine sozialistische Regierung oder vermeintlich sozialistische Präsident an der Macht. Der hat den Yanomami sofort Hilfe zugesagt und versucht halt eben diese Behörde wieder mit finanziellen Mitteln neuen MitgliederInnen wieder zur alten Stärke zu bringen, sage ich jetzt mal. Ne? Das Video noch, dann muss ich ins Bett. Ja, alles gut. Ich werde dann das VOD, denke ich, online lassen. Dann kannst du dir das morgen in Ruhe nochmal anschauen. Ansonsten habe ich ja die anderen, also in den Quellen wirst du auch nochmal die Videos finden. Das kannst du dir auch nochmal sonst angucken. Genau. Ja, und dann gucken wir uns das doch nochmal an. BBC, genau. Hier habe ich, was habe ich mir hier aufgeschrieben? 3 Stück. Okay, gut. Denn Mantau. An investigation is underway into what's become known as blood gold mining in Brazil. Oi, oi, oi. Illegal gold mining in remote areas of the Amazon is destroying lives in protected indigenous communities. A rare joint operation is underway to gather evidence that will help track the gold mined here to major exporters and ultimately the brands that sell it. Brazil's police, military, and environmental protection force are hitting mines in slash and burn raids and taking any gold they can find for analysis. Brazilian filmmaker Gabriel Chaim was given exclusive access to film this operation for the BBC. Test, Test, Test. Jetzt höre ich mich wieder. Gut. Ja. Ô, gringo! Pode progredir, tô segurando! Aqui tem mais duas, tem mais um stop. Cara, aqui tem na frente, ele joga. De onde que tá vindo aquele ouro? De onde que tá vindo aquele minério que tá na joia? E aí quando tu toma consciência da destruição que é causada pela extração ilegal do minério, tu começa a olhar para a joia de uma forma diferente. Se realmente aquilo ali pode ser produto de um crime ou não. Com certeza, essa analogia seria o diamante de sangue. Aqui, o crime aqui, o que está destruindo, é a natureza, que é um patrimônio de todos nós, né? De toda a população brasileira. E principalmente afetando os indígenas, que são um povo milenar. And because it affects indigenous populations who are ancient people extremamente vulnerável, que fica nessa, and are very vulnerable living in areas where illegal mining is carried out. Está concentrado o garimpo ilegal. So-called Golden Street in the Amazonian city of Boa Vista shows the size of the gold industry in this part of the Amazon. It is lined with shops buying and selling gold ore and jewelry,
with little regulation or oversight. Então, até então, muitas justificam que só compram ouro em sucata e nós, muitas vezes, não temos como comprovar que esse ouro veio ou não do garimpo. Então, esse trabalho de conseguir mapear a origem desse minério é muito importante. To find the sources of the suspected illegal gold, they have to conduct operations in the farthest reaches of the Amazon rainforest, deep in the indigenous areas that are supposed to be protected. Hallo, Krabben sind keine Tiere. Krabben sind Tiere. Oder nicht? Chief Gilberto is head of the joint force tasked with this mission. As pessoas que não conhecem essa realidade realmente não acreditam. A equipe da FAB que nos acompanhou nessa operação, ela ficou realmente chocada, porque eles não imaginavam como seria um garimpo, né? Como seria essa área de garimpo ilegal. Eles nunca tinham visto nada parecido. Fica lá no barraquinho lá. Meu Deus. Isso ali, fica lá. Doutora, a destruição aqui é um negócio inimaginável, hein? É, gigantesca a destruição dentro do... The miners, hearing the helicopters approaching, have run into the forest. They could be armed, so the police fire warning shots and tear gas. Senta na barraca! Senta na barraca e bota a mão na cabeça! Senhores, levanta a camisa. By talking to the miners, they hope to build a case against the criminal networks that own the mines. Já aqueles que estão no local extraindo o ouro são pessoas comuns, em busca de uma vida melhor, em busca de uma oportunidade. Eles tentam, eles veem no garimpo ilegal uma forma de melhorar de vida. Eu posso tomar só meu remédio. Agora vai. Nós temos que separar, sim, não digo a piedade, né, mas a sensibilidade de ver aquelas pessoas na situação que elas estão, que muitas vezes realmente elas estão ali para sustentar suas famílias. Eu prometo que eu vou embora. Só não queima minhas coisas, eu vou embora. Eu imploro para vocês, eu vou embora daqui. Mas, ao mesmo tempo, elas estão praticando um crime que destrói a natureza. A atividade é legal, sei que vocês não são bandidos, que vocês não estão aqui para matar. A gente também não tá aqui para agredir vocês, tá? Mas vocês têm que entender que vocês estão dentro de uma terra indígena, que é uma área de proteção. Vocês pagam tudo aqui no ouro, né? Tipo um cigarro, uma água, tudo que for, é tudo no ouro, né? Vocês podem me dar uma relação de valores assim? Tipo, uma Coca-Cola, quanto custa? Torno de 1 grama. Um cigarro. Um grama pacote. O pacote que você diz, o... O mais completo. O mais completo. The current price for a gram of gold on the open market is around $60. The task force don't have the capacity to remove large pieces of equipment or arrest lots of people. The best they can do is destroy as much of the infrastructure as they can. They are searching for the engines and the dredging machines. Destroying these will disrupt operation of the mine until they are replaced. The miners conceal their dredging machines on boats or near the water where they can be easily sunk to avoid detection and then retrieve later. The soldiers will use bombs, fire and bullets to destroy all the machines they can find. Someone has crashed a helicopter here. Light aircraft are increasingly used to shuttle gold and supplies around indigenous reserves. Existe a destruição desse equipamento, é um baque forte nessa logística do garimpo, né? Ah, com certeza. Com certeza. Principalmente aqui a proteção, a gente visa mais a proteção ambiental por se tratar de reserva indígena, área de proteção, uma área extremamente sensível dentro da floresta. Por isso que esse tipo de situação aqui tem que ser neutralizado.
Sim, o garimpo fica muito próximo à comunidade indígena. Isso deve estar em torno do quê? 4 minutos de... Acho que 4 minutos, 10 minutos de caminhada do garimpo. Pode olhar a sujeira que é feita pelos garimpeiros, além... At every mine they go to, they search for evidence for the federal investigation against organized crime. Comando, documento aqui, ó. Aqui, ó. Tem mercúrio? É. Tudo? Tem mercúrio. Maçarico. É, maçarico. Munição? É, mercury is quecksilver. Comando, ó. 38. Ó, munição, 38. Não tem o nome de alguém nela, não, né? Bastante, uma quantidade considerável de mercúrio. Olha só. Vou botar tudo aqui dentro. Isso, na verdade, isso evapora e depois cai, não fica sedimentado nessas poças, nesses igarapés que tem aqui. É isso que causa uma poluição extrema. Mercury is a poison. When it gets into the ecosystem, it causes physical and neurological damage. Studies on indigenous people in the region are showing that over half of them have unsafe levels of mercury in their bodies. Chief Gilberto is about to hit the evidence jackpot. Aqui, ó, achei ouro. Achei ouro. Und wenn einmal Quecksilber in deinem Körper ist, kriegst du das auch nie wieder raus, ne? Also das sei mal noch als Ergänzung da hinzugefügt, ne? Also einmal eine Quecksilbervergiftung, hast du sie immer. Quem nunca viu ouro, ó? Ouro! O ouro tá embalado que nem droga, senhores, ó. Esse ouro tá aqui dentro, ó. Aqui tem 7,9 gramas. Tá uma balança aqui. Eu não vou abrir aqui pra não perder o ouro, tá? Mas é ouro porque é o típico embalado de ouro. Ó, 8,6 gramas com papel. Eles colocaram 7,9, provavelmente sem o papel. Excelente, deixa eu ver. Tem ouro aqui, ó. Duas petequinhas de ouro. É. Deve ter mais no chão, a gente tem que dar uma olhadinha no chão. O ouro, cada região, tem tipo um DNA, uma característica bem específica. É, então tem um equipamento que a gente consegue saber de qual localização é cada ouro. Porque o mineral, por mais que ele seja, tenha um grau de pureza, de qual local o ouro pode estar sendo extraído, que é muito importante para controle do comércio, né, legal do ouro dentro da cidade. Petitionen sind unterschrieben, bin raus für heute ab. Tausend Dank für deinen bereichernden Vortrag. Den Rest ziehe ich mir dann morgen oder die Tage rein. Gute Nacht. Gute Nacht, Avi. Vielen Dank fürs Zuschauen und fleißige Mitschreiben und natürlich Unterschreiben der Petition. Last year, Gilberto's multi-agency task force has led 16 operations over 9 special missions in indigenous Yanomami territory. President Bolsonaro wants to allow more mining in protected areas, even sending a bill to Congress to legalize it. He says indigenous people want to profit from the gold in their lands. The Yanomamis reject those claims. Their leader sent the BBC this statement. Illegal gold mines are potentially bringing diseases like COVID-19 to indigenous lands. In the most serious cases, conflict is turning into open attacks and death. The government's neglect is causing the deaths of men, women and children. Public prosecutors in Brazil have recently filed a lawsuit against 3 of the biggest gold exporters, alleging that, based on research from a Brazilian university, almost 30% of the gold exported was illegally mined. Das kann man mal so sacken lassen. Genau. So.
das haben wir jetzt uns angeschaut und dann bleibt eigentlich nur noch eine große Sache, das ist die PL 490. Das ist eine aktuelle politische Bedrohung und eben quasi ein Gesetzentwurf, der sich irgendwie PL 490 schimpft. Mögliche Auswirkungen sind die Auflösung oder Verkleinerung in indigener Gebiete zugunsten des Bergbaus, von Ölbohrungen und zu anderen Industrieprojekten. Auch illegale Aktivitäten wie Holzfällen oder Viehzucht sollen erlaubt bleiben. Das alles bringt wiederum erzwungenen Kontakt mit unkontaktierten Völkern, also nicht nur auf die Yanomami bezogen, mit sich. Besonders der Stichtag-Trick wiegt hier schwer. Dazu gibt es jetzt noch mal einen kleinen Exkurs, was dieser Stichtag-Trick ist. Dieser Stichtag-Trick bezieht sich tatsächlich nur auf diesen Gesetzentwurf, der im brasilianischen Kongress eben diskutiert wird. Und die Klausel besagt, dass das indigene Volk ihr Land nur dann die indigenen Völker ihr Land nur dann zurückfordern können, wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der brasilianischen Verfassung im Oktober 1988 auf diesem Land gelebt haben. Mit anderen Worten, wenn ein indigenes Volk sein Land aufgrund von Vertreibung oder anderen Umständen vor diesem Stichtag verlassen musste, müssen sie das Recht auf die Rückgabe ihres Landes, würden sie eben die Rechte auf die Rückgabe ihres Landes verlieren, ne? Und diese Klausel wird von Kritikern dann eben als Stichtag-Trick bezeichnet, da sie indigene Völker benachteiligt und ihnen die Möglichkeit nimmt, ihr geraubtes Land zurückzuerhalten. Sie argumentieren, dass die Verbindung des Landrechts mit einem bestimmten Stichtag ungerecht ist und den historischen Kontext und die Realitäten der indigenen Bevölkerung nicht angemessen berücksichtigt. Der Stichtag-Trick ist eine umstrittene Bestimmung und Teil der Bedenken im Zusammenhang mit dem, mit diesem Gesetzentwurf, ne, was ich ja eben schon einmal sagte. Genau. Und wie bereits erwähnt und nochmal aufgeführt, ne, Folgen und Bedenken sind eben katastrophal. Neben der Zerstörung von Hunderten von indigenen Gebieten mit über einer Million Indigenen droht außerdem eine komplette Auslöschung von Dutzenden von unkontaktierten Völkern. Das verstößt dann eben nicht nur gegen die brasilianische Verfassung, sondern auch gegen internationales Recht und überhaupt gegen die Menschenrechte. Schwierig wird es, weil die politischen GegnerInnen mächtige Agrarlobbys im Kongress sind, was ich ja auch schon erwähnt habe, und die Anliegen der Indigenen komplett ignoriert werden, ne? Und ja, aufgrund der Korruption, also Korruption spielt hier eben auch eine maßgebliche Rolle, ne? Daher ist dann eine große Notwendigkeit, Awareness zu schaffen und auf die Lage aufmerksam zu machen. Und das tun die Yanomami. Die Konflikte mit Außenstehenden haben eben dann dazu geführt, dass sich die Yanomami in einer Weise zusammenschließen, wie es in der Vergangenheit nur selten der Fall war. Obwohl jedes Dorf politisch autonom bleibt, verbünden sie sich jetzt eher untereinander, um einen einheitlichen Widerstand zu leisten. Vertreter der Yanomami sind zunehmend aus ihren Heimatorten in den nationalen Hauptstädten Brasiliens und Venezuelas gereist, um für die Anliegen Werbung zu machen oder eben Awareness zu schaffen, ne? Und einige haben sich auch an internationalen Gremien wie die der UNO gewandt. Die Feindseligkeiten zwischen den Yanomami-Dörfern sind dann dementsprechend auch zurückgegangen. Das spricht dann auch übrigens gegen Shacknans Darstellung, dass die Yanomami von Natur Departure. Bin ich wieder weg? Okay. Bin ich wieder da? Okay. Was war das Letzte, was ihr gehört habt? War das mit der UNO? 3-4 Sekunden, ja.
Was war denn das Letzte, was ihr gehört habt? Departure. Ja, okay. Also vorher hatte ich gesagt, ne, dass die auch zu internationalen Gremien gereist sind, wie zum Beispiel zu der UNO. Und ja, die Feindseligkeiten zwischen den Yanomami-Dörfern eben entsprechend zurückgegangen sind. Und das dann eben auch gegen die Napoleon Shacknins Darstellung der Yanomami, dass sie ein von Natur aus feindseliges Volk sein spricht. Ne? Und ja, wie gesagt, das haben wir hier auf dem Banner. Steht, we Yanomami want the immediate departure of the invaders, also auf Deutsch, wir Yanomami wollen den sofortigen Abzug der Eindringlinge. Genau. Und jetzt habe ich hier nochmal ein kurzes Video. Das geht auch ein paar Minuten, 5 Minuten oder so. Genau. 5 Minuten 16. Gehe ich direkt hier in den Don't Buy Brazilian Gold, genau. Hier steht jetzt, ich muss leider die ersten eine Sekunde noch drüber sein. The Yanomami people suffered a lot, we fought a lot. Muito, a gente lutamos muito, avisamos muito o governo federal, né? E ele não ajudou a população Yanomami, então por isso o povo Yanomami sofreu muito sem assistente de saúde, sem segurança nas comunidades, malária, desnutrição, invasão, contaminação de água. A taxa de mortalidade aumentou bastante. Sou o Júnior Recurari Yanomami, eu sou da comunidade Koriaoba, região Surucucu. Eu faço o trabalho para proteger o povo Yanomami, garantir assistência de saúde nas comunidades, né? Ich kann leider die, manchmal sieht man dann da trotzdem noch ein paar Sachen, trotz dieser Blur-Maske. Ich habe die ganze Quelle quasi geblurrt, deswegen versuche ich das dann immer vorzulesen, was dann da steht. 2005, 2006, eu comecei a trabalhar como agente de saúde. O meu avô, eu acompanhava ele de liderança indo para a comunidade. Como eu falava um pouco português, eu era tradutor também. Então eu comecei muito cedo de liderança. Aí depois, quando eu completei 18 anos, o pessoal de saúde me chamaram para trabalhar como agente de saúde na comunidade, né, para ajudar os enfermeiros, médicos. Em 2016, eu criei uma organização, né, que chamava URIHI. Aí depois, todos os lideranças Yanomami me convidaram, né, em 2018, para ser presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Durante 4 anos, né, eu vi muitas situações. Cada 24 horas, o povo Yanomami, crianças, morria 2. Então, eu comecei a denunciar tanto a atividade ilegal dos garimpeiros, porque contaminaram os rios, e por falta de assistência nas comunidades. Encaminhava muito documentos, né, para a Polícia Federal, para o Ministério da Saúde, próprio governo federal passado, né? Tenho muitas ameaças que eu recebo, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Tem empresários envolvidos, né, grandes empresários que têm muito dinheiro, que estão com raiva porque essas denúncias que partiu de mim, né, são 80 a 120 voos por dia à direção da terra indígena Yanomami para buscar ouro, para deixar mantimento dos garimpeiros. Um garimpeiro pobre não vai, porque a terra indígena Yanomami é difícil o acesso, só chega de helicóptero ou de avião. Só tirando os garimpeiros não vai resolver o problema da terra indígena Yanomami. O impacto que está agora é muito grande. Vai demorar 30, 50 anos para recuperar a terra ou mais. O povo Yanomami está contaminado, que saiu o resultado, né, de pesquisa que a própria Polícia Federal, Fiocruz, que está fazendo. Ach so, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal gerade nochmal zurückmachen. The Yanomami people are contaminated according to the results of the research. Pesquisa que a própria Polícia Federal done by the Federal Police and Fiocruz.
ao Fiocruz que está fazendo. Also, das ist die Oswaldo Cruz Foundation, also einer ja, Foundation halt eben. Tanto crianças, adultos, mulheres estão contaminadas. Children, adults and women are contaminated with mercury, also mit Quecksilber. Julio, para recuperar vai demorar bastante. To recover it will take a long time, so we must have other alternatives from the federal government. Então, para isso a gente tem que ter outras alternativas do governo federal, projetos para colocar projects to bring portable water into the community. Água potável dentro da comunidade, outro sistema de água e para recuperar a saúde e tanto social dentro das comunidades. Polícia Federal, IBAMA, fez grandes operações onde tirou vários garimpeiros. Agora é a gente organizar, reorganizar as comunidades, né, para a gente garantir liberdade, garantir o futuro das crianças, né, que estão crescendo, que se recuperaram essa desnutrição de malária, né. Então precisamos garantir esse direito de viver liberdade da floresta, da comunidade. E principalmente saúde, né? Esse é o Mama, né? Que lugar do Oscar que a gente vai dar, né? Esse é um Mama, é limpa, né? É um homem de paz, é um homem que cuida a floresta, que cuida a família, né? Para garantir o futuro. Essa aproximação que a gente quer mobilizar o mundo é mostrar esse ouro que sai dentro do Brasil, Amazônia, é ilegal, né? Esse ouro é de sangue, as famílias sofreram, né? Então, para isso, a gente se aproximar grandes artistas, grandes atores, para a gente ter esse diálogo e falar para eles: ouro, você não precisa. É não comprar ouro, né? O Brasil. Porque esse ouro matou a população indígena. Tja. Das ist es. So. Hier waren wir stehen geblieben, ne? So, genau. Dann, Selbstorganisation-Veröffentlichung. Ne? Eine weitere wichtige Erwähnung zur Selbstorganisation ist das Xingu Plus Netzwerk. Im August 2021 trafen sich während des Lutapea Vida, also das Fight for Life Lager in Brasilia, die Führer aus den von illegalen Bergbau am stärksten betroffenen indigenen Gebiete, um ein Dokument zu verfassen, in dem sie ihre öffentliche Ablehnung der Bergbauaktivität zum Ausdruck brachten, die sie als Krankheit, die weiße Menschen in unser Territorium bringen, betrachten. Aus diesem Treffen entstand der Vorschlag einer Allianz zwischen den Kayapo, Yanomami und Munduruku zu bilden, um die Kämpfe zu stärken, die jedes dieser Völker zur Verteidigung ihrer Länder führt. Nach dem Zusammenschluss wurde im Jahr 2022 Aktionen ausgeführt, die von Führern dieser Völker in ihren Gebieten in großen Mobilisierungen in den Hauptstädten, aber auch international gemeinsam eben dann ja durchgeführt wurden. Die Veröffentlichung dieses Dossiers und des Dokumentarfilms Listen, the Earth was Ripped Apart sind Teil der von dieser Initiative geförderten Bemühungen. Das Xingu Plus Netzwerk, auch bekannt als Alianza dos Povos da Floresta, also das Bündnis der Völker des Waldes, ist eben eine Allianz von indigenen Gemeinschaften, traditionellen Gemeinschaften und Umweltschutzorganisationen im brasilianischen Amazonasgebiet. Das Xingu Plus Netzwerk verfolgt mehrere Ziele. Unter anderem eben erstens Schutz der Biodiversität, also die biologische Artenvielfalt. Es setzt sich eben für den Erhalt der einzigartigen Flora und Fauna des Xingu Flusssystems und der umliegenden Gebiete ein. Dann zweitens, Verteidigung indigener Rechte.
Das Netzwerk arbeitet für den Schutz und die Anerkennung der Landrechte indigener Völker und deren Selbstbestimmungsrechte. Dann drittens, nachhaltige Entwicklung. Es fördert alternative wirtschaftliche Modelle, die auf dem Respekt von der Natur und den traditionellen Kenntnissen indigener Gemeinschaften basieren. Und viertens, kulturelle Bewahrung. Also das Netzwerk setzt sich für den Schutz der kulturellen Identität indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften ein. Außerdem ist das Xingu Plus Netzwerk auch als politische, also betreibt es auch politische Lobbyarbeit. Und es arbeitet mit lokalen und internationalen Partnern zusammen, um den Schutz der Gebiete zu stärken und auf globale Umwelt und auch auf Klimaprobleme aufmerksam zu machen. Das Netzwerk spielt eben eine wichtige Rolle bei der Förderung von Umweltschutz. Und nachhaltige Entwicklung im Amazonasgebiet. Und das ist eben ein sehr gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren für den Erhalt und den Schutz des Ökosystems und der Lebensgrundlage der indigenen Völker. Und dann haben wir hier nochmal Dawi Kopenawa Yanomami, der erhielt 2019, übrigens im gleichen Jahr wie Greta Thunberg, den Right Livelihood Award, also der wird auch als alternativer Nobelpreis genannt, hat ihn bekommen für die mutige Entschlossenheit, die Wälder und die Artenvielfalt des Amazonas sowie das Land und die Kultur seiner UreinwohnerInnen zu schützen. Und jetzt könnten wir uns dann seine Dankesrede dann einmal anhören. Die hat es auch in sich, würde ich sagen. Hey, nabe wamake, kami abe hito blaru yalum, komi wamake yanuma yamakeha, kami yanuma weemu. Nabe bana, ware tobore mayaluhe, premio aha. Kami yanu, urihi nua madimi yakutayenu. Kua yalum, nabe pata governo Anan kami wamane kuri hibu wani yang yaron. Pei teri wamak pata mui wamak no siamai. Wara nabe be lope brahama be. Pata u shamila yoma. Yuri be no mana yoma. Shawara awaina. Hura awaina toku awaina. Kami yanomai yamak no mabru. Anak aku yaro, kami amak urih ibuham, hoshimi mahid ku yaro, kami amak bihi topla rumah, nyamak bihi topla loimi kudayan, hoitan ya urih ibun nuamu hatoplario, ya bihi ku yaro. Hoy yata tema ko yaro kami amak uri hibham aitab ayamak uri hibham yamak nosiamu bihio nab bata wamakana nab governo brasileiro eha wamak nosiamu nayu ayamak uri hib Hehua mang bihi. Anak kure kamian yat pesiman. Anak kure yamata pesiman. Yamaka huai suhari blodi. Yamak nakamu. Maki nababun wamanaka huai mehe. Aita. Nabu wamakun. Kami yanomai yamak buruwi, wamarek urihip taimi. Wamarek urihip taimi kudayan, bayamak nuamu ma. Wamarek tayuha kunaha, wamarek wawdo kohip nuamu blayu.
Carro, pata, wamaku, wamakun, urihi, wama, wani, aniwi, wamak, urihipa, tare, mayarohe, waiter, hia, turba, muko, turba, concaplarioma, urihi, ah, no amang, bihio, no mehio, yarohe, enaha, ibata, kutauma, tea, mablarioma, Camila Cubihilma, muito obrigado. Salva Floresta. Ja. Viele Weiße, die klatschen. Schön, schön, schön. Ja. Nun. Switchen wir noch einmal kurz zu dem Vortrag zurück. Genau. Klatschen und tragen das Scheißgold am ganzen Körper. Ja. Richtig. Genau. Ja, wie ich bereits vorher bei der FUNAI und Bundespolizei andeutete, gibt es Ausarbeitungen und Lösungsvorschläge, wie der Staat und seine Behörden die Indigenen besser oder überhaupt schützen können. Dazu wurde die Theory of Integral Inspection, kurz TFI, von Loss verwendet. Also da heißt es nämlich, also Loss hat definieren, also et al. Definieren, diese TFI als die Umsetzung einer Reihe von wirkungsvollen, koordinierten und zielgerichteten Überwachungsmaßnahmen durch Identifikation und Demobilisierung des logistischen Systems des kriminellen Netzwerks unter Einsatz interinstitutionellen Koordinationen mit dem Ziel der administrativen, strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der Hauptverbindungen des kriminellen Netzwerks. Also laut den Autoren gibt es vier Grundlagen, die dieses Konzept unterstützen. Also quasi sozusagen vier Säulen. Und ja, diese Säulen beinhalten einmal diese Zeitlichkeit der Maßnahme, die eben rechtzeitig und eben lang anhaltend sein müssen. Dann interinstitutionelle Zusammenarbeit, das heißt kooperative Koordination bei der Entwicklung von Befehls- und Kontrollmaßnahmen sowie bei der Ausübung polizeilicher Befugnisse durch Institutionen. Integrität, die Kette von Illegalitäten abdeckt, die vom primären Ziel der Maßnahme profitieren oder es fördern, also zum Beispiel Lieferung von irgendwelchen Inputs und halt Kommunikation, die sich sowohl auf der Sicherstellung der Transparenz staatlichen Handelns als auch auf die Strategie zur Eindämmung oder Abschreckung zukünftiger illegaler Aktivitäten bezieht. Ja, und Teile davon werden ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen umgesetzt von der PF. Das hatten wir ja in diesem BBC-Beitrag schon gesehen. Aber ja, es ist halt ausgearbeitet. Ideen und Lösungsvorschläge sind da. Also daran mangelt es halt nicht, ne? Und ja, für weitere Forderungen und Lösungsvorschläge würde ich dann nochmal auf Kapitel 3 von diesem Dokument Terra Rasgada, Como Avanca Ogarimpero na Amazolia Brasileira verweisen. Das findet ihr einfach auch in den Quellen. Das ist auch eins der in den obersten Bereichen zu finden. Terra Rasgada einfach mal suchen. Das findet ihr da. Genau. Und jetzt die große Frage, wenn ihr noch Lust habt, hier dran teilzunehmen und chatwütig seid. Was lernen wir von den Yanomami? Könnt ihr ja mal reinschreiben, was euch so spontan einfällt. Wir können ja mal gerade ein paar Ideen sammeln.
Vielleicht hat der oder die eine andere, eine geistreiche Idee. Oder erzählt, wo er sich da oder er sie sich da inspiriert fühlt. Hört auf, die Welt, Natur und Menschen auszubeuten, maybe. Okay, hört auf, die Natur zu. Okay, Nico. Look for nature. Mhm. Ja, gut. Vielleicht sollte man mal auf die Mitmenschen achten. Ja, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Okay, klingt gut. Ja, ist würde ich auch alles mal so unterschreiben. Ich habe dann mal, interessanterweise, ich bin ja auch im Jahr 2023 angekommen, ich habe mal dieses ChatGPT gefragt, was dabei rauskommt, was wir von den Yanomami lernen können. Und da wurde dann, kam das hier als Antwort raus, nachhaltiger Umgang mit der Natur, also haben wir ja schon mal besprochen, gemeinschaftliches Zusammenleben, Wertschätzung der Vielfalt, traditionelles Wissen und Heilpraktiken, Widerstandsfähigkeit und eben Anpassungsfähigkeit. Ich denke, das sind irgendwie alles Punkte, die so mit denen wir so d'accord gehen können, denke ich. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ChatGPT-based, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass wir dass wir von den Yanomami lernen können. Hallo speckiger Bert. was wir von den Yanomami lernen können, ist die Selbstorganisation oder generell die Organisation. Wir dürfen halt nicht vergessen, das war ein unkontaktiertes Volk bis zu den 80er Jahren und die wurden einfach mal in den letzten 50 Jahren einfach mal so komplett in die voll industrialisierte Welt reingeworfen und sind mit Technologien und dem kapitalistischen System konfrontiert worden sind dann dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und mussten in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Und alleine diese Selbstorganisationen zu großen Gruppen, zu politisch aktiv zu sein oder politischen Einfluss zu haben, nehmen zu können, das finde ich unfassbar motivierend. Also mir geht das zumindest so. Und das ist echt krass, was man da eigentlich bewegen kann. Ne? Traurig, wenn eine von Menschen geschaffene AI stabiler ist als der Großteil der Menschen. Ja, richtig. Genau, und natürlich auch eine sehr wichtige Folie. Es ist wichtig anzumerken, dass kultureller Austausch auf gegenseitigem Respekt und der Vermeidung von kultureller Aneignung basieren sollte. Ne? Also wir können von den Yanomami lernen, indem sie ihre Erfahrungen und Werte würdigen und anerkennen, ohne sie zu übernehmen, ne? Oder eben auch nicht zu vereinnahmen. Und kommt jetzt die Frage, wie wir helfen können. Wir haben das ja schon ein paar Mal in den Chat geschrieben oder ihr habt das schon ein paar Mal in den Chat geschrieben. Mit Petitionen kommt ihr eben zu drei speziellen Petitionen, die ihr unterschreiben könnt, solltet, möchtet. Das kostet nichts, kostet nur ganz kurz Zeit und kein Geld und so weiter. Alternativ, wenn ihr ein bisschen Kleingeld übrig habt, Ausrufezeichen Spende, gibt es da zwei Links zu Konten. Einmal zu der Yanomami-Hilfe, die werden wir dann gleich nochmal sehen. Und einmal für Survival International, das ist sogar ein Better Place-Link. Die kümmern sich nicht nur um die Yanomami, sondern generell um indigene Völker. Ne? Und ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Wie können wir helfen? Sprecht einfach mal mit Menschen, um auf die Lage der Yanomami aufmerksam zu machen.
das schafft dann einfach ein Bewusstsein, ne, für die Situation. Wenn ihr Zeit habt und Kraft dafür habt, engagiert euch bei NGOs, zum Beispiel Survival International, geht mit denen auf die Straße, helft denen bei Protestaktionen, bei Infoständen, Container Goldschmuck geht immer. Genau. Yanomami-Hilfe, komme ich gleich nochmal zu, auch eine super Sache. Amnesty International, Greenpeace, ihr habt das alles schon mal gehört. Diese ganzen NGOs helfen. Genau. Ja, kauft keinen Goldschmuck, ne? Offensichtlich. Ist ja ein Thema. Ja, schreibt PolitikerInnen an, dass Goldimporte aus Brasilien und Venezuela genau auf Herkunft und Abbauweise überprüft werden müssen. Da ist das Stichwort Lieferkettengesetz. Auf das Lieferkettengesetz sollten wir eigentlich vertrauen können, aber wir haben ja gesehen, wie löchrig das Lieferkettengesetz dann quasi sein kann in Brasilien. Also das wird da einfach komplett ausgehebelt, ne? Also das greift da nicht, ne? Und ansonsten, ja, die Geldspende, die Links sind oben. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt, ne, dann würden die sich da garantiert freuen und da wäre es richtig angekommen, ne? Und ja, wie gesagt, ne, Survival International möchte ich euch dann noch ganz kurz vorstellen. Da heißt es auf deren Internetpräsenz unter About Us: Wir arbeiten zusammen mit indigenen Völkern, um Kampagnen zu führen, Lobbyarbeit zu betreiben und für ihre Landrechte zu protestieren. Wir untersuchen, enthüllen, bekämpfen Gräueltaten, die von Regierungen und Unternehmen begangen werden. Wir sind da, um die Stimme der indigener Völker zu verstärken und sicherzustellen, dass sie gehört werden. Also Survival International, Top-Adresse. Dann gibt es noch die Seite Monga Bay. Das ist eine reine News-Plattform sozusagen. Monga Bay ist eine Non-Profit Environmental Science and Conservation News-Plattform that produces original reporting in English, Indonesian, Spanish, French, Hindi and Brazilian Portuguese by leveraging over 800 correspondents in some 70 countries. We are dedicated to evidence-driven objective journalism. Also, nice, hier wird noch gestreamt, jetzt kann ich auch zuhören. Du kommst genau richtig, ich bin so auf den letzten Folien. Genau. Und dann ist das jetzt quasi tatsächlich dann die vorletzte Folie. Hier ist dann nochmal ein Gespräch mit der Christina Haferkamp von der Yanomami-Hilfe. Die macht das in Eigenregie, hat natürlich auch zwei, drei HelferInnen dann. Aber ich würde das einfach dann nochmal anschauen. Wie mache ich das jetzt? So mache ich das jetzt. Zip, zip. Genau. Und dann können wir uns da nochmal ein bisschen was erzählen lassen, würde ich mal sagen. Und inspirieren lassen. So, herzlich willkommen. Ich unterhalte mich mal wieder mit einem Gast. Heute ist Christina Haferkamp bei mir. Wir sind seit ganz vielen Jahren befreundet und Christina, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du eigentlich machst. Ja, Mops, erstmal schön, dass du da bist. Du kannst direkt hier mal drei Petitionen unterschreiben. Die werden dir jetzt hier, kommen jetzt hier reingeschallert. Wenn du mal gerade so eine Minute Zeit hast, dann hast du schon mal was Gutes gemacht hier. Weil ich mach's. Ja, seit mittlerweile über 30 Jahren setze ich mich für die Yanomami-Indianer ein, die im brasilianischen Regenwald leben und auch in Venezuela, und baue dort Krankenstationen und Schulen auf und versuche den Yanomami-Indianern auch zu helfen. Top, danke, Molgor. Ihre Rechte zu schützen, besonders die Landrechte. Und hier in Deutschland, aber auch inzwischen weltweit, halte ich Vorträge, um Menschen zu informieren, dass es noch andere Lebensformen gibt und auch vielleicht zu sensibilisieren, sich für andere Menschen einzusetzen.
Nun hört man ja von Brasilien und vom Amazonasgebiet im Moment ziemlich viel Schreckliches. Brasilien hat einen diktatorischen Präsidenten, Bolsonaro. Was hat das für deine Arbeit bedeutet? Ja, das hat dramatische Folgen, denn wenn er wirklich all das wahrmacht, was er versprochen hat, nämlich den Regenwald wirtschaftlich zu nutzen, das bedeutet nicht nur für die Yanomami-Indianer, für alle Indigenen, die dort leben, dass der Wald zerstört wird, ihr Lebensraum, dass sie nicht mehr so leben können wie früher. Ja, letztendlich auch für die ganze Weltgemeinschaft. Wir brauchen den Regenwald als Lunge und für die Yanomami insbesondere werden sie bedroht, jetzt im Augenblick auch schon durch Goldsucher, die dort eindringen und mit Genehmigung des brasilianischen Präsidenten. Gibt es in Brasilien keinen Widerstand gegen diese verheerende Politik von Bolsonaro? Ja, sehr zaghaft. Zunächst muss man sagen, dass die Brasilianer selbst diesen Präsidenten gewählt haben. Vor zwei Jahren, ne? Einige haben jetzt erkannt, dass das, was er vorhat, nicht so gut ist. Und es gibt Proteste. Ich war im Februar, März noch in Brasilien, zunächst in Rio. Und während des Karnevals wurde dort überwiegend auch von jungen Brasilianern protestiert gegen den Präsidenten. Aber es ist noch nicht die Mehrheit. Und ja, ich kann nur hoffen, dass sich mehr und mehr Brasilianer anschließen, gegen den Präsidenten zu protestieren. Du setzt dich seit 30 Jahren ein für die Yanomami-Indianer. Ja. Du hast zwei große Krankenstationen gebaut. Was bedeutet diese Politik jetzt für deine Arbeit? Wirft es dich nicht um Jahre, um Jahrzehnte zurück in dem, was du gemacht hast? Und woher nimmst du die Motivation, weiterzumachen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss leider bitter erkennen, dass unsere Erfolge, nämlich dass wir das tatsächlich geschafft haben, dass die Goldsucher herausgeholt wurden, dass das jetzt wieder rückgängig gemacht wird, nur aufgrund eines Präsidenten. Und ich war auch zunächst sehr, sehr betroffen und ohnmächtig, aber habe erkannt, dass das nichts bringt und kämpfe jetzt weiter. Es ist quasi eine Wiederholung gegen Goldsucher, auch gegen Goldsucher, die jetzt Corona reinbringen. Es ist leider bei Menschenrechtsarbeit so, es hört nie auf. Ne? Man braucht so eine Steh-auf-Männchen-Mentalität. Das ist in diesem Job so. Warum sind die indigenen Völker für den Amazonas wichtig? Also warum, eigentlich die Frage. Warum sind die indigenen Völker für den Amazonas wichtig? Für den Erhalt des Amazonas wichtig? Ja, weil die Indigenen den Regenwald nicht zerstören. Ne? Die holen nur das raus, was sie brauchen. Ja. Sie haben nicht dieses Fortschrittsdenken, wie wir immer mehr, immer schneller, immer größer. Sie sind mit dem zufrieden, was sie vor Ort haben und brauchen ihn nicht zu zerstören. Nun könnte man ja denken, dass aufgrund der Corona-Krise die Menschheit zurückkehrt zu einer Yanomami-Mentalität. Also zu sagen, wir müssen diese Erde schützen, wir können nicht einfach so weiter wirtschaften wie bisher. Man hat den Eindruck, dass von dem eigentlich gar nichts bleibt, sondern dass die Weltgemeinschaft nichts Einigeres zu tun hat, als wieder zurückzukehren zu dem Wahnsinn, der vorher gelaufen ist. Wie schätzt du das selber ein? Ja, ich hoffe, dass das tatsächlich so ist, dass durch diese Corona-Krise, die ja noch längst nicht abgeschlossen ist, dass wir ein bisschen aufgerüttelt werden, uns selbst fragen, brauchen wir alles, was wir meinen haben zu müssen, dass vielleicht weniger doch mehr ist. Und ja, ich kann nur hoffen, dass wir daraus lernen, aus dieser Krise. Und man wird... Ja, unsensibles Interview. Ja, also du darfst halt nicht vergessen, einmal hast du da das Generationending halt, ne? Und B, sie verwendet ja zwischendurch auch Indigene, ne? Und ich glaube, da sie eh so eine
Hands-on-Typ ist, dass sie in den Regenwald fährt, um da Menschen zu helfen und Sachen aufzubauen. Hat sie da, lässt sie da, glaube ich, ihre Kraft dann eben eher in dem Bereich als, ja, also natürlich kann man das kritisieren, aber ich würde es jetzt einfach in dem Fall mal durchgehen lassen, ne? Also politisch korrekt zu reden ist immer eine gute Sache, aber ja, ich weiß nicht, also ich würde da jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein unsensibles Interview ist, ne? Sehen in Zukunft, wie das ist. Auf jeden Fall für die Indigenen ist es wichtig, dass der Lebensraum geschützt wird und sie haben ein Recht, weiter so zu leben, wie sie das Jahrtausende gemacht haben. Und was können wir tun jetzt von hier aus? Wie können wir dir helfen bei deiner Arbeit? Ja, ich halte deswegen auch Vorträge, besonders an Schulen. Nur leider auch wegen Corona kann ich im Augenblick keine Schulvorträge halten. Das ist sehr bedauerlich, weil ich damit die Arbeit finanziere. Es sind inzwischen 3 Krankenstationen, die wir dort aufgebaut haben, die auch sehr gut funktionieren, weil die Yanomami, wenn sie Malaria haben oder andere eingeschleppte Krankheiten, müssen sie dort vor Ort versorgt werden. Nur müssen diese Krankenstationen auch regelmäßig renoviert werden. Im nächsten Jahr möchte ich unsere 2. Krankenstation renovieren. Ja, und du, Clemens, hast mit deinem Geburtstag im vorletzten Jahr auf Geschenke verzichtet und spenden lassen. Und damit konnten wir die 1. Krankenstation in Ishima wieder wunderbar renovieren. Also Unterstützung nehme ich gerne an, finanzielle Unterstützung, um die Arbeit vor Ort weiterzumachen. Und möchte dazu auch sagen, den Aufbau der Krankenstation und auch die Renovierung mache ich zusammen mit den Yanomami. Die Betroffenen vor Ort helfen mit und das funktioniert super gut. Das Einzige, was ich brauche, Geld für Baumaterial, für Farbe, dann für eine Wasserfilteranlage. Ja. Und da bin ich für jede Unterstützung sehr dankbar. Ich habe hier in Deutschland einen eigenen Yanomami-Hilfeverein gegründet. Er nennt sich auch so. Wir haben eine Homepage www.yanomami-hilfe.de und da haben wir auch ein Spendenkonto. Das ist eine der Krankenstationen, die wir mit Hilfe von Spendengeldern gebaut haben, zusammen mit den Yanomamis vor Ort. Und davon gibt es mittlerweile im Amazonasgebiet 2 Krankenstationen. Ja, wir blenden das auch alles gleich ein, auch noch die ganzen Daten. Und wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach auf Stopp klicken innerhalb des Clips und euch die Kontoverbindung und auch die Daten rausschreiben und dann auch gegebenenfalls quasi die Arbeit von Christina unterstützen. Es gibt den Yanomami-Hilfeverein, oben auch mit der Unterschrift von Christina Haverkamp. Und unten die Fahne dazu, eine Fahne und Jugendliche von den Yanomamis aus dem Amazonasgebiet. Christina, was sagst du jemand, der zu dir sagt, das ist ja alles schön und gut, aber es macht doch gar keinen Sinn mehr, bei so einem übermächtigen, idiotischen Präsidenten überhaupt noch was zu machen? Die roden dem Amazonas ab, da finden verheerende Naturkatastrophen, Verletzungen statt. Was nützt da deine kleine Arbeit, die du unter den Yanomami machst? Was antwortest du so jemandem? Ja, ich sehe ja, dass unsere Krankenstationen helfen tagtäglich, lassen sich ja zig kranke Yanomami da behandeln. Also diese Hilfe, egal wie bekloppt der brasilianische Präsident ist, ist hilfreich, ist wichtig. Glaube ich, haben wir das auch inzwischen geschafft, dass die Yanomami sehr gut organisiert sind. Wir haben dort inzwischen über 50 Sprechfunkgeräte hingebracht. Damit können sie sich untereinander verständigen und auch organisieren. Natürlich ist das eine Sisyphusarbeit, aber da werde ich nicht locker lassen und auch die Yanomami nicht. Sie müssen unterstützt werden, soweit, dass sie selbst ihre Rechte durchsetzen können. Sind inzwischen auch schon sehr gut verbunden mit anderen indigenen Völkern und lassen sich nicht alles gefallen. Und auch im letzten Jahr
Der bekannte Yanomami-Häuptling David Kopenauer hat den alternativen Nobelpreis bekommen, zusammen mit Greta Thunberg. Und auch das kann helfen. Es ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Anerkennung für seine Arbeit, für unsere Arbeit, dass wir zumindest auf dem richtigen Weg sind. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und herzliche Einladung an euch, die Arbeit von Christina zu unterstützen. Die Daten blenden wir, wie gesagt, ein und freuen uns, wenn möglichst viele sich ja vielleicht auch an dem Verein beteiligen und die Arbeit mit unterstützen, dass diese Hoffnungszeichen auch im Amazonas weitergehen und wir nicht einfach resignativ die Hände in den Schoß legen und sagen, wir können ja doch nichts machen, wir können was machen und wir können vor allem auch Christina helfen, diese Arbeit vor Ort weiterzuführen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jo. Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen Dank für diese Möglichkeit, ja, über meine Arbeit, über die Yanomami zu berichten. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch und schließe mich der ganzen Sache an. Genau. So, ja, ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit. hier schon mal vielen Dank für die Ausarbeitung. Die Vorlage hat mir wirklich super gut gefallen. Ich würde mich nicht beschweren, wenn sowas nochmal kommen sollte. Ja, starke Frau, nicht von Regime aufhalten lassen. Absolut, absolut. Ja, steh auf, Männchen, oder Frauchen. Oder steh auf, Mensch-Mentalität könnte man. Sollte man da vielleicht einfach sagen, ne? Ja, genau. Also, wenn ihr zu den Quellen wollt, Ausrufezeichen Quellen in den Chat, da kommt ihr dann, könnt ihr euch den ganzen Krempel mal angucken. Sind so ein paar Sachen dann auf Portugiesisch dann da drin, aber das könnt ihr euch dann auch irgendwie übersetzen lassen, entweder mit ChatGPT, das ist, glaube ich, die einfachste Sache. Falls ihr das macht, lasst euch das immer von der Fremdsprache immer erst auf Englisch und von Englisch dann oft ins Deutsche übersetzen, weil das funktioniert einfach besser. Oder halt eben mit DeepL.com oder so. Ja, das ist jetzt halt hier zu dem Punkt. Ne? Hier habe ich noch mal kurz das Abbildungsverzeichnis. Ich skippe da einfach durch, weil das liest sich eh kein Mensch durch. Videos auch noch mal. Ne? Findet ihr alles da. Just chatting. Coole Sache. Uff. Ja, vielen Dank für eure lieben Worte, für die ganzen Claps und so. Ja, das war anstrengend, aber es war auch schön. Ja, ich hoffe, ihr konntet da irgendwie ein bisschen was mitnehmen aus der ganzen Geschichte. Und wisst, was ihr jetzt machen müsst, ne? Tja. Ja, habt ihr Fragen? Ja, habt ihr Fragen? Huch, ich mache einfach mal einen engen Chat auf. Habt ihr Fragen? Was wird dein nächstes Thema? Oh Gott, schwierig. Ja, ich habe da jetzt irgendwie 3 Monate oder so für gebraucht, weil ich halt diese ganzen Dokumente da erstmal übersetzen lassen musste. Das waren irgendwie 3 Texte oder 2 Texte mit über 100 Seiten nur in portugiesischer Sprache. Und das dann erstmal aufzuarbeiten, ist schon ein bisschen anstrengender. Weiß ich nicht. Also ich finde eigentlich, sich mit Menschen oder mit Menschen aus dem globalen Süden, die von der Klimakrise am stärksten und am ehesten betroffen sind, sich darüber zu informieren, finde ich eigentlich super spannend. Vielleicht gibt es da demnächst noch mal ein paar Streams rüber. Das muss dann ja auch nicht noch mal in der Art ausufern, wie es jetzt passiert ist. Dann wird das vielleicht ein bisschen lockerer oder so. Ich weiß noch nicht genau. Muss ich mal schauen. Ansonsten mache ich ja eigentlich eher Variety Gaming. So, das ist ja eigentlich so mein Hauptcontent hier immer gewesen. Und ich glaube, das ist dann auch eher ein bisschen spaßiger und lenkt dann auch mal von den ganz ernsten Themen dann nochmal ab. Ja. Mein kritischer Vortrag über andere Linke. Ich trete nur nach oben oder nach rechts. Also ich denke, kritische Solidarität ist da das Stichwort. Ne? War super interessant. Danke, Kandinsky. Und danke, Nuis. Und erstmal danke natürlich für die ganzen Subgifts, die dann da irgendwie reingeflattert.
für ihr Abo, Chaos fürs Abo. Genau. Molgor natürlich für die 5 Subgifts, ne? Björn, Snacky für den ersten Monat und Hackstock auch fürs Abonnement und dann natürlich für die ganzen Follows, die reingekommen sind. Ich möchte mich auch noch bei Nico bedanken, der auch den Vortrag ein, zwei Mal sich durchgelesen hat und Korrektur gelesen hat und Anmerkungen dagelassen hat. Genau. An der Stelle nochmal liebe Grüße und vielen Dank. Nico aka Phoenix, richtig. Morgen kommt Goodbye Vulcano High Air. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Vulcano High raus, so war das. Alright, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann würde ich jetzt auch irgendwie rüber raiden oder so. Vielleicht zum Harkon, um das so ein bisschen ausklingen zu lassen. Da ist ja mal ein bisschen chilliger. Kann man mal lachen. Nehmt da bitte was von mit aus diesem Stream. Verteilt vielleicht die Petition im Bekannten- und Freundeskreis. Wie gesagt, ne, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, spenden ist immer eine gute Sache. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sonst noch sagen könnte. Ich mache hier einfach jetzt mal. So. Na. Und ich würde dann sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Stream. Wann der sein wird, I don't know. Ich kündige das auf jeden Fall im Discord dann nochmal an oder auch auf Twitter, so heißt das Ding, ne? Genau. Und ja, danke für eure Zeit. Danke für eure Chatbeiträge. Das hat es dann ja doch einigermaßen hier erträglich gemacht, dieses doch sehr schwierige Thema, ne? Alright. Leute, wir fahren alle zusammen mit dem Bus zu Harkon, die mitkommen möchten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war großartig. Alright. Tschüssikowski.